Da steigen wir jetzt gleich ein. Also das dürfte soweit klar sein. Das ist ab. Jetzt haben wir wieder so einen Wechsel, wo man in der Aussprache. In der Aussprache kann man ja das gleich aussprechen. Es gibt immer viele Möglichkeiten. Ihr müsst wissen, wenn die jetzt rein ein Geräusch hört. Und jetzt machen wir mal was, was weit über die Gehirnforschung hinausgeht. Weil die Naturwissenschaft sich ja so festhält. Und das gilt alles als bewiesen. Ich sage, beweis mir jetzt erst einmal, dass in deinem Kopf ein Gehirn drin ist. Wenn du nicht daran denkst, dann existiert nämlich nicht einmal der Kopf. Das ist Geschwätz vom Zweiten. Um etwas überprüfen zu können, musst du das zumindest denken, weil solange du das nicht denkst, liegt das jetzt als Information vor. Und die ganzen Beweise der Naturwissenschaft, das ist selbst in einem kleinen Laienkreis. Es klingt sehr hart, ich sage, es ist schmerzhaft. Und wenn du ein Fachmann bist, wenn du ein Professor bist, egal was, und du hältst das am Leben, was ich dich jetzt darauf hinweise, wirst du wirklich bis in alle Ewigkeit leiden. Wenn du bloß ein Gedanke bist, hast du sowieso kein Problem. Mitleid. Da steige ich jetzt gleich ein. Mitleid ist so ziemlich das Sinnloseste, das es überhaupt gibt auf der Welt. Ich werde es euch erklären, gebt meinen Gedanken mit, dann werdet ihr das feststellen. Es ist, wir reden hier, das Spiel zwischen Sympathie, Apathie und Empathie. Wir gehen einmal nur in Wörterbüchern. Sympathie, griechisch, das spare ich mir jetzt, dass man reingeht. Symp heißt zusammen, die Symphonie, der zusammengeschmissene Klang, ist eigentlich Kinderwissen, Allgemeinwissen. Und Pathie, da kommt die Pathologie her, die Leichenkunde, der Tod, das Leid. Pathie steht schlichtweg und einfach nur für Leid. Das heißt, Sympathie heißt mitleiden. Wenn du mit irgendjemandem sympathisierst, leidest du mit dem mit. Es ist wurscht, ob du jetzt an einem Glauben leidest, ob du an einer Krankheit, wenn du mit zum Beispiel mit einer Sekte, mit einem Glauben sympathisierst, die du dir übrigens nicht raussuchen konntest, denk an den Schwamminhalt. Ich habe, glaube ich, in Bleinfeld oder wo das war, habe ich hier schöne Filmchen gezeigt. Schwammbeispiel erkläre ich jetzt nicht, dürfte bekannt sein, wenn nicht, fällt euch das fremd, nachher gehst du rein. Irgendwo im Internet findest du das unter Holofeeling, entweder in die Bücher unter 25.000 Seiten oder der Redo, glaube hatte ich Shortcuts, wo dann, was ist das Schwammbeispiel? Das heißt, wenn ich dich jetzt als Baby nehme und ich verschleppe dich nach Persien, und du wächst groß, ist wie ein Schwamm, der sich aufsaugt. Wir Geistesfunk wissen das alles, dann hast du einen gewissen Inhalt. Und wenn ich jetzt hier dich, Baby, jetzt materialistisch normal gedacht auf den Gleisen deiner momentanen Logik in Indien groß werden lasse, es ist immer derselbe Schwamm. Aber du hast jedes Mal einen anderen Inhalt, einen anderen Glauben, eine andere Sprache. Wenn du auf Seite 25 bei dem Buch dann in den Spiegel schaust, dann siehst du einen 25-Jährigen, der genauso ausschaut, wie du glaubst, dass du ausschaust, weil das ist ja dein Konstruktprogramm, baut dieses Bild auf. Du musst es immer wie ein Computer sehen. Der Schwamm bleibt gleich, wenn wir den austauschen. Wenn du in Indien groß wirst, hast du denselben Menschen, er wird aber andere Sprache sprechen, einen anderen Glauben haben. Und du kannst also hier die Figuren in deinem Traum nichts erklären. Es ist ein Dasein müssen, so wenig wie du einen träumenden Geist was erklären kannst. Wir sind in der Ebene. Du musst zumindest erst einmal der werden, der sagt, ich bin kein sterblicher Trockennasenaffe, den ich mir ausdenke, sondern ich bin ein träumender Geist. Du bist keins von beiden, du bist der, der sich's ausdenkt. Aber wenn du das jetzt tauscht, solange du glaubst, du bist ein sterblicher Trockennasenaffe, hast du Angst vorm Sterben in der Zukunft und wirst dich dann auch auflösen, das ist dein Glaube. Wenn du sagst, ich bin ein träumender Geist, dann kannst du bloß noch wach werden. Das ist das Einzige, was sich verändert. Oberflächlich betrachtet bleiben die Bilder gleich. Gut, und jetzt ist es also so, wie mache ich jetzt das möglichst kompakt? Dass also hier die Sympathie, dass alles, was du denkst, alles, was in Erscheinung tritt, sind Protagonisten oder Erscheinungen in deinem Traum. Die können als Ding an sich weder was spüren, weder selber denken, noch irgendwas fühlen. Das gilt für alle ausgedachte Dinge. Das heißt, deine rechte Hand, wenn du dir die jetzt ausdenkst, die kann genauso viel spüren wie wenn der Tisch. Wenn ich mit dem Hammer auf den Tisch drauf haue, ist dir klar, dass der Tisch nichts spürt. Wenn du auf deine rechte Hand drauf haust, die rechte Hand spürt auch nichts. Selbst schulmedizinisch, sag mir, was in der Hand drin ist, zeig mir ein Lehrbuch, wo gesagt wird, da ist irgendwas drin, was Schmerz erzeugt. Da sind Rezeptoren drin. Und die leiten ein Destruktsignal, ich mache jetzt Naturwissenschaft, Destruktsignal hoch, das geht dann in den Thalamus rein, das übrigens auf, habe ich so oft schon gesagt, auf Lateinisch Schlafzimmer heißt, Z im Meer heißt die Geburt im Meer, du bist der, der immer ist. Und dann spürst du das komischerweise, wenn das erst, wenn das da ankommt, aber du meinst, es tut da unten weh.
habe ich viele, viele Beispiele. In dem Moment, wo du empathisch bist, und da kommt jetzt das Wort Empathie, ist ganz, ganz interessant. Ich würde es jetzt gerne im Griechischen nochmal genauer anschauen, aber ich mag es kurz. Die Sympathie ist ein Mitleiden mit irgendwas Ausgedachtes. Das Erste, was du begreifen musst, und darüber diskutiere ich nicht mit deinen Trockennasenaffen, dass wenn du mit irgendjemandem oder etwas mitleidest, ob jetzt das eine Krankheit ist, ob das jetzt ein Mensch, ein Trockennasenaff ist, oder du leidest bloß an einem gewissen Glauben, der einseitig ist und Schmerzen erzeugt aufgrund dieser Regeln. Deswegen geht es dem Ding, das du dir jetzt ausdenkst, mit dem du mitleidest, kein bisschen besser. Stimmt oder stimmt? Du vermehrst das Leid in dir selber. Das heißt, ich halte jetzt das einmal fest, egal mit wem du mitleidest, dein Mitleiden ändert an dem, der angeblich leidet, mit dem du mitleidest, an seinem Leid überhaupt nichts. Das heißt, du vermehrst das Leid. Wenn du jetzt aber verstehst, dass dieses Ding als Ding an sich überhaupt selber gar nicht leidet, dass das eine Illusion ist, dann merkst du, dass das relativ unsinnig ist. Und jetzt komme ich zur Apathie, das heißt nicht leidend, wenn einer apathisch da sitzt, was ja eigentlich dann, müsste ich sagen, ein schöner Zustand ist, aber die Schulmedizin sagt zu dir, der ist nicht normal. Weil es nicht normal ist, wenn man apathisch ist, wenn man nicht leidet. Das große Fall ist die Empathie. Und da wirst du jetzt merken, jetzt rutschen die von dem Wortsinn weg. Es ist nämlich definitiv so, wenn, egal wo du in Wörterbüchern nachschaust, in der Psychologie, egal wo es ist, und du schaust, was bedeutet Empathie, und da wird das Ding immer irgendwie, ich umschreibe es mal mit Mitgefühl übersetzt. Und da merke ich jetzt schon, dass das Wort wieder entheiligt wird, so nenne ich das, weil Partie bleibt Partie. Ob ich eine Sympathie habe, eine Apathie habe, Empathie ist Partie und es ist Leid. Und wir machen jetzt plötzlich ein Gefühl aus dem Leid, aber die Vorsilbe M kommt von Emos, das heißt mein. Das heißt, in dem Moment, wo du empathisch bist, ist es mein Leid. Weil mir ja festgestellt habe, das Ding, mit dem ich sympathisiere, als Ding an sich selber gar nicht leidet. Es ist letztendlich alles Leid, was du erlebst, ist Empathie. Es ist immer dein Leid, weil den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals eine Figur im Traum. Niemals eine Figur im Traum. Es wird für dich natürlich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und da kommt dann dieser absolute Irrsinn, dass wenn du was nicht denkst, ist es in der Heiligkeit. Erst wenn du dir es ausdeckst, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf. Und wenn du die 4 Stufen der Vergessenheit durchrastest, wirst du merken, wo die Falle liegt, die kennen wir alle, mir, Geistesfunk zumindest, ne Johannes? Und wenn einer nicht, muss er sich einfach interessieren oder er braucht halt noch ein bisschen. Und dann wirst du merken, auch in Religionen, sobald du mit einer Sekte sympathisierst, hast du ein Regelsystem drin, das du dir nicht raussuchen konntest, Schwamminhalt, voll austauschbar. Und ich erinnere kurz an den Hospitalismus, wo ich dann Filme zeige, da kann man jetzt wieder nachschauen, wie das definiert wird. Ich mache mal ganz grob. Diese Krankheit ist eine psychische Krankheit, wenn irgendwelche, zum Beispiel, wenn du Affen oder was, Tiere in einen Käfig einsperrst, dann machen die diese Bewegung. Und dann zeige ich zum Beispiel Juden an der Klagemauer. Wenn sie ein Defilin haben, dann gehe ich in ein buddhistisches Kloster, in einen Keller runter. Und die gelten als erleuchtet. Zuerst einmal, niemals wird irgendwas in euch auftauchen, der erleuchtet ist. Der erwacht ist, ich könnte jetzt sagen, der erleuchtet, der leuchtet, der kann nicht auf der Leinwand sein, so wenig wie unser Videobeamer. Die Lampe, die da leuchtet, kann doch niemals in Erscheinung treten, außer in vielen, vielen Facetten. Mein Videobeamer-Beispiel vor die 4 Stufen des Ich. Und wenn du jetzt aus dem Fenster schaust und du siehst eine herrliche Landschaft, die total echt erscheint, und du siehst da Opa Sonne und du weißt, dass du eine VR-Brille aufhast, wenn man jemals eine aufgehabt hat, dann wirst du niemals behaupten, dass diese Sonne diese Landschaft beleuchtet, weil da außen überhaupt nichts ist. Und du wirst merken, das ist die Wirklichkeit. Dass dein ganzer Selbst, dein Körper, der komplette medizinische Körper, den du dir ausdenkst, ist eine reine Matrix über die Sprache, die Vorstellungen, so wie ein Computerprogrammierer genau weiß, wie Bilder programmiert sind auf der Programmebene, sage ich dir, wie die ganze Welt, die so unendlich real ausschaut. Wie soll es denn sonst sein? Es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen, man muss sich darauf einlassen. Aber nicht darauf einlassen auf die Großen und die Weisen der Welt, das sind die Fehler nicht im Führerscheinprüfungsbogen. So simple Metaphern, die ich jetzt als Udo bewusst ausgedacht
Tausende, Zehntausende Mal seit 25 Jahren predigen, aber immer bloß von einer Handvoll Leute, wo eine große Masse hier bestimmt gut die Hälfte das schon zigfach gehört haben. Das sind immer das, wo ich sage, das sind meine berühmten 100 Schäfchen, die ich heimsuche. Jetzt kann natürlich gleich, wenn in dir das Ego wieder sagt, oh, ich bin noch nicht so lange dabei, ich habe, so, ich vergiss es. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du dabei. Das heißt, du kannst es nicht mehr stoppen. Aber es ist ein Spiel, das spielen wir zwei. Deine Rolle ist was Sekundäres. Also die spielst du, die lassen, ich kann nicht oft genug sagen, die lassen wir unangetastet. Und ich behaupte jetzt, da sind Leute drin, über 22, 23 Jahren, die den Udo kennen. Und wenn mich einer nicht so lang kennt, dann frag dir mal, was ich von ihnen eigentlich als Ding an sich erwartet oder gewollt habe, und dann sagen die nichts. Ich erkläre dir, was du bist und versuche dir zumindest in deinem embryonalen Stadium geistig zu erklären, wie du funktionierst. Eigentlich versuche ich dich bloß neugierig zu machen. Aber da musst du zuerst diese Heuchelei erkennen. Die ist nicht nur, dass jetzt Ärzte, Krankenhäuser, all dieses Geschwätz, das du eigentlich so oberflächlich betrachtet und nie mitgekriegt hast, wenn dir irgendeine sagen, die versuchen, Krankheiten auszurotten. Es geht ums Geld, dieses Drecksgeld. Es wäre das größte Chaos, wenn keiner mehr krank werden würde. Also ich muss da gar nicht, macht euch eigene Gedanken. Eine angebliche Weltelite, die nichts Besseres weiß, wie zu sagen, wir setzen auf Wachstum, solange sie noch gedanklich auf einer Erdkugel mit begrenzten Ressourcen leben. Eine Geld, ich sage immer, es gibt so viele kleine Beispiele, das wird weggewischt. Ich mache euch einmal ein super kleines Beispiel. Man muss da Strom einspeisen. Und jetzt könnt ihr, je nachdem, ob du den Fokus hast, das hochsubventionierte Ökostrom, das, was ich dir jetzt gleich von vornherein sage, zweites Gebot, da außen ist überhaupt keine Welt. Die Welt, die du dir ausdenkst, das sind Gedankenwellen. Darum hast du das hebräische Wort Welt, wenn wir es hebraisieren, haben wir oft gesagt, auch Brandopfer. Und das Brandopfer, das göttlich deutsche Wort, geht eigentlich schon B-Rand. Da steht schon ein polarer Rand. Ich kann jetzt den zweiten Buchstaben dazu nehmen. BR hast auf Hebräisch auch unter anderem das Äußere. Dann habe ich AND, wenn ich das Hebräisch hinschreibe und ich zeige es an Juden und ich frage den, was heißt das? Dann sagt er, ich werde auf und abschwingen. Das reine Hebräische, wenn man es richtig übersetzt. Das Deutsch-Hebräische, die Gottessprache. Auf jeden Fall, dass man hier jetzt ganz bewusst ausgedacht, wir bleiben jetzt mal in den normalen, für eine, die keine Ahnung haben, ich mache das ja alles kindgerecht. Die reden dann von Strom einspeisen und jetzt wissen wir ja aus der Zeitung heraus, ich habe es mit eigenen Augen in der Bild-Zeitung gelesen, ich habe es auch gesehen, es kann doch beschwören, dass wir teilweise so eine Überproduktion haben, wohlgemerkt hoch vom Steuerzahler, ich werde nicht politisch, mir geht es um die Metapher im Hintergrund, hochsubventionierter Strom, der zu viel ist, der jetzt nochmal Geld bezahlen muss, dass Holland und Frankreich uns den abnimmt, weil unsere Leitungen überlastet werden mit dem Strom. Und jetzt passt auf in eurer Welt, die du dir ausdenkst. Wenn du da keine Ahnung hast, fällt dir das nicht auf. Aber ich werde dich jetzt ein aufklären und eigentlich hat mit ein bisschen Allgemeinbildung müsste das in dir drin sein, dass zuerst einmal Strom ist die Bewegung freier Elektronen infolge einer Spannung zwischen zwei ungleich geladenen Polen. Jetzt bist du genauso gescheit wie vorher. Ich rede jetzt nur von Gleichstrom. Es sieht definitiv so aus, ich denke mir jetzt einen Lehrling aus, einen jungen Burschen, der kommt aus der Schule raus. Hauptschulabschluss, wenn es nur so heißt, ich habe keine Ahnung. Und er hat jetzt das Glück, dass er beim Elektriker eine Lehrstelle kriegt. Ich nenne das jetzt einmal Elektroinstallateur-Lehrling, ich weiß nicht, ob die Bezeichnung mittlerweile noch aktuell ist. Der lernt in der Berufsschule im ersten Lehrjahr, nach einem halben Jahr, eigentlich, wenn er es verstanden hat, im ersten halben Lehrjahr das Ohmsche Gesetz, müsste der eigentlich schon wissen, dass man Strom überhaupt nicht einspeisen kann. Und jetzt mache ich das für die, die jetzt sagen, da komme ich nicht mit, ich habe nämlich viele Fragezeichen auf den Augen. Passt auf, ich mache jetzt das zuerst einmal für die, die dann sagen, ja, aber ich mache extreme Vereinfachung. Wenn du jetzt sagst, ja, das kann man nicht vergleichen, das ist Wechselstrom, sehr wohl kann man das vergleichen, da kommst du, dann lass er die Luft raus. Ich bleibe jetzt deutsche Physik, normale Physik. Wir denken uns jetzt eine Stromleitung und statt einem Strom denken wir uns eine Wasserleitung. Und das, was die Physik Strom nennt, das ist nichts anderes wie fließendes Wasser. Wir haben eine Leitung, eine Zentralleitung und das sind Wasserhände. Das sind die sogenannten Verbraucher. Unsere elektrische Leitung mit Gleichstrom ist eine Stromleitung und dann hängen dann Batterien oder Heizkörper dran. Wir bleiben nur Gleichstrom, dass du das leichter verstehst. Die Menge des Stroms, wir brauchen natürlich eine Batterie oder Kraftwerk oder was auch immer, das ist jetzt wie ein Behälter, ein Strombehälter, der da ist. Das, was da drin ist,
Das wäre jetzt die Energie, eine ausgedachte Energie, also Wasser, das ist Strom. So darf man das zwar nicht sehen, weil Strom ja nur die Bewegung ist, aber das ist genau das Prinzip. Um was mir geht, geht es um Strom einspeisen. Und wenn keiner einen Wasserhahn aufdreht, fließt kein Strom. Dürfte logisch sein, oder? Strom ist das, was fließt. Strom ist die Bewegung zwischen zwei ungleich geladenen Polen. Das ist oben, das Runde ist unten, das ist die Spannung. Und durch dieses Überverhältnis kann der Strom fließen, wenn Verbraucher eingeschaltet werden. Ob ich jetzt die Flasche habe oder nochmal 5 Flaschen dazu mache, wenn keiner was aufdreht, fließt nichts. Leitung überlasse ich, eine Stromleitung, wenn zu viel Strom fließt und die zu dünn ist, wird die heiß. Das bestimmt aber nicht die Batterien, die ich hinstelle, sondern die Verbraucher, die ich einschalte. Stimmt Martin oder stimmt Martin? So viel Ahnung müsste der Herr Lehrer noch haben. Das heißt, ich kann keinen Strom einspeisen, ich kann was zur Verfügung stellen, eine Energie zur Verfügung stellen. Ich mache immer für die Dampferfans, wenn ich jetzt einen Akku reinmache und ich habe so einen Dampfer, dann muss ich eine Spule heiß machen, die immer heiß wird, da fließt der Strom, wenn ich auf den Taster drücke. Und ob ich jetzt einen Akku oder 10 Akkus parallel geschalten habe, das ändert nichts an dem Strom, der fließt. Ich kann bloß 10-mal so lange dampfen, ohne dass ich die Akkus wechseln muss. Jetzt wird ihr überall von der Politik, von allen Seiten, aus der Zeitung heraus erklärt, die haben viel zu viel Strom, das überlasst die Leitung, das muss man ins Ausland verkaufen. Da müsste jeder Elektriker, jeder Physiker, jeder Professor, der müsste schlecht werden, der müsste zum Kotzen anfangen mit dem, was er in der Schule gelernt hat. Aber das sind alles Zombies. Es sind Gedanken in deinem Kopf. Und jetzt ist wichtig, was ich dir sage. Wenn du dir einen ausdenkst, dann existiert er egal wen. Dieser Gedanke, diese Figur, wie auch immer, existiert nur in dem Moment, wo du sie denkst. Und sie wird genauso sein, wie du sie denkst. Und das Problem ist, dass du bisher immer gedacht hast, die Gedanken von dir sind so unheimlich gescheit. Die Gedanken, das ist das Problem. Wie war der? Oh, der kennt sich ja so viel aus. Der Udo kennt sich ja so gut aus. Da muss im selben Moment einer entstehen, der nichts weiß. Und das bist nicht du. Du denkst dir das aus, und du denkst dir immer beides aus, weil du heilig bist, weil du ich bist. Zumindest behaupte ich das. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, der Brösel zu sein, der du zu sein glaubst. Und ich kann das immer wieder bloß anpassen. Fehler, wenn wir da ins Detail gehen, und jetzt habe ich natürlich Leute, die wehren sich, weil das Ego übermächtig ist. Die lasse ich fallen wie heiße Kartoffel, weil es diesen wert sind, außer es ist einer, der jetzt sich eigentlich nicht wehrt, sondern sagt, ich komme nicht mit, ich verstehe es nicht. Und dann räumen wir das aus dem Weg, wo er sich noch aufhängt. Und zwar nicht durch Rechthaberei. Es ist ja alles Glauben, alles Politik, alles Religion ist ein Kampf um Standpunkte. Es ist dieser ewige Kampf, wo ich beschreibe, die Demokratie zum Beispiel. Es ist dann Illuminaten. Es gibt nur einen einzigen, der wirklich mächtig ist. Das ist der sich's ausdenkt. Und was dir jetzt klar werden muss, wenn ich jetzt nochmal, um das dann abzuschließen. Wenn du einen Gedanken denkst, dann musst du wissen, dass du dir den Gedanken gar nicht denkst. Den Gedanken denkt der träumende Geist, der du jetzt zu sein glaubst. Ich bin jetzt einen Schritt höher gegangen. Der träumende Geist denkt den Gedanken. Und nicht der, der geträumt wird. Das heißt, der geträumt wird, der sich jetzt den Johannes ausdenkt, den wir uns aber ausdenken, ist immer nochmal einer drüber. Wie war das mit den Händen? Ich will niemals einen Gedanken von mir erklären, dass ich ihn in Bewegung setze, dass ich ihn erschaffe. Weil ich weiß, der versteht es nicht, der Depp. Es geht ja noch viel weiter. Ich habe ihn früher in den Vorträgen so noch gesagt, ich denke mir jetzt einmal, die Hand hätte ihr eigenes Bewusstsein. So wie jetzt der Jürgen sagt, das bin ich und das bin ich. Das sind zwei Ichs. Ich denke mir ja beide aus. Ich denke mir ja beide aus. Und jetzt machen wir mal, der Jürgen wäre die linke und ich wäre die rechte Hand Gottes. Und wir haben zwei verschiedene. Er hat ein Jürgen-Bewusstsein, ich habe ein Udo-Bewusstsein. Und ich glaube jetzt, ich bin hier dieses Bewusstsein, ich bin die rechte Hand. Von der Hand aus gesehen, wenn die linke Hand anfasst, sagt die, das Gefühl, das ist was anderes. Ich spüre doch, dass ich das nicht bin. Stimmt oder stimmt? Die linke Hand, wenn angefasst wird, die hat das Gefühl, was Fremdes fasst sie an. Und ich schaue die zwei Deppen an und sage, ihr seid doch alle beide ich. Okay. Hast du das Gefühl, dass dich was Fremdes anfasst, wenn du der bist nicht, wenn du ich bist nicht? Das ist aber noch nicht ich, das geht dann noch weiter. Das geht nur ums Verstehen. Dann wirst du dann auch merken, wenn ich sage, das, was du deinem Nächsten tust, tust du mir selber.
dir selbst im Guten wie im Bösen. Aber da muss man im Hintergrund, im Christlichen, das verstehen, was damit gemeint ist, dass jeder Brösel, den du dir ausdenkst, du glaubst ja nur einer zu sein, das ist ein Programm, das ist ein Bücherregal. Und der Geist, der jetzt vor dem Bücherregal steht, der ist der Einzige, der die Bücher lesen kann. Und sobald du ein Buch liest, bist du jetzt meinetwegen der Johannes, der Jürgen, der Thomas, egal wer. Und jetzt tauchen die anderen auf, das sind vielleicht im Bekanntenkreis, das kann sich sehr auseinanderschieben. Aber es ist das, was man Reinkarnation nennt im Hinduismus, wo die dann sagen, ich will mich in die Stille meditieren, ich will ins Nichts. Das ist immer wieder, was ist Stille? Stille und Raum, um das nochmal klar zu machen, gehört untrennbar zusammen wie die Gesundheit und die Krankheit, der Sonnenschein und der Regen, der Krieg und der Frieden. Deine fehlerhafte Programmierung ist, und das sind Fehler, die ich bewusst erschaffen habe, wie in einem Führerscheinprüfungsbogen, die du zu erkennen hast, nicht zu bekämpfen hast, sondern zu vervollkommnen. Ein Riesenunterschied. Solange du in dem Wahn lebst, du führst eine Verbesserung herbei, indem du die negative Seite bekämpfst. Und darum kann man das nicht oft genug hören. Ich weiß, du hast es, egal wer du jetzt zu sein glaubst, schon zigfach gehört. Was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Fragt es ein Bauern. Und dann wird er sagen, was ist das für eine doofe Frage? Aber jetzt frag mal deine Mitmenschen, was besser ist, Krieg oder Frieden oder Gesundheit oder Krankheit? Und jetzt wirst du feststellen, dass diese simple Logik plötzlich fällt dir vollkommen in deinem Programm des Verständnisses, dass beides nötig ist. Es ist immer beides nötig. Das ist die Bergpredigt. Selig die, die jetzt krank sind und hungern. Wir können jetzt sagen, selig die jetzt ein scheiß Wetter haben. Darum haben wir jetzt eine Arschlochkarte, weil wir können uns hundertprozentig darauf verlassen, dass es wieder schlecht wird und zum Regnen anfängt. Aber die bei denen es jetzt regnet, die können sich auf eine gute, sonnenscheinliche Zukunft freuen. Aber es kippt dann immer wieder um. Aber nicht in der Zeit, sondern es kippt deshalb um, weil du das vervollkommnen sollst und solange du ein einseitiges Ziel anstrebst, kriegst du dann immer wieder das andere. Einatmen, ausatmen. Auch gleichzeitig. Klingt für einen, der sich wehrt, unverständlich, aber ich muss nicht immer anfangen, wenn du das anschaust, sind alle Worte gleichzeitig da. Jetzt, das ist ein Fokus, eine Kollektion. Sobald du da Geräusche draus machen willst, das heißt, sobald du zum Lesen anfängst, wirst du feststellen, dass du dich fokussieren musst und dann hast du hier einfach deine eigene absolute Apokalypse. Was dir jetzt aber nicht, ja, jetzt habe ich doch die Worte nacheinander gesprochen. Ich behaupte, du hast jedes Wort jetzt gesprochen. Ich gehe noch einen Schritt weiter, mir gehe noch eine Stufe. Jetzt spreche ich D-E-I-N-E-I-G-E. Das habe ich im Weißenbuch-Vortrag tausende Male. Immer wenn du höher kommst, wird der Zeittakt schneller. Das ist eigentlich die Physik, die physikalischen Formeln sind reines Solo-Feeling. Was nicht stimmt, sind die Erklärungen eurer Physiker. Alles, was in heiligen Schriften steht, ob das der Koran ist, ob das die Tora ist, ob das die Upanishaden sind, ob das Ubeska, alle Dinge, da kommt überall das UB, das Ab, das Hoch. Das ist eine sehr Energie, die 86 ist ein Grundformel. Das hat natürlich nichts jetzt, dass ich rein zufällig UB heiße. In den Initialen ist reiner Zufall. Hab's mir auch nicht rausgesucht, dass du mich jetzt so ausdenkst. Es ist du bist die Quelle. Also ich kann nicht oft genug sagen, ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie unheimlich genial der Udo ist. Sondern du solltest das ein bisschen Selbstbewusstsein kriegen. Wie genial muss der Geist sein, der sich so einen genialen Menschen ausdenkt? Zarathustra, der Übermensch. Ego Homo. Was für ein Mensch. Kein Trockennasenaffe, kein Enosch. Im Hebräischen haben wir ja in der Bibel zwei Wörter für Mensch. Übersetzung übersetzt immer Mensch. Aber das wissen wir Geistesfugen ja schon längst. Dass man da sehr genau werden muss, dass da zum Beispiel mehrere Wörter für Erschaffen gibt. Dass hier, wenn ich die ganzen ESO-Köpfe, die ich mir jetzt ausdenke, die ja nur sind, weil ich sie denke, und ich denke mir jetzt, wenn sie mal mit Schwingungen anfangen, das sind alle Schwingungen und Chakren, dann so, ihr Deppen, wir wissen nicht einmal, was eine Schwingung ist. Und dann tue ich einen Einheitskreis hin und nachher haben sie schon Fragezeichen auf die Augen, weil sie irgendeinen esoterischen Dünnschiss nachplappern. Ja, ich werde, wenn brutal reden, es ist so. Die Selbstverlogenheit, ich wollte noch mal Beispiele mit den Ärzten hier, mit Physikern, und wie gesagt, das sind tausende von Beispielen, Kleinigkeiten, dass ich sage, kannst du es überhaupt geben, dass auf der einen Seite das ohmsche Gesetz gelehrt wird und keiner, nicht ein aller einzige Elite, ein Professor wendet ein, das ist extrem strack daneben, wenn man sagt, wir speisen Strom ein. Wir stellen Energie zur Verfügung, die erst Energie, und das haben wir natürlich, die Physik muss man zweierlei sehen,
die Energie in der Einstein-Formel. Und das sage ich immer wieder. Die ist ein nicht denkbares Nichts, das bist du. Dieses berühmte E ist mc Quadrat. Wieso? Das ist die Grundformel solcher Gleichen an jedem Abitur. Energie, diese Energie in der Einstein-Formel kann weder vernichtet noch vermehrt werden. Warum? Weil sie nicht denkbar ist, ist ein absolutes Nichts. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie absolut alles. Und jetzt, ich muss es wiederholen, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Und jetzt ist das Erste, wenn ich dich das frage, dann taucht in den anderen, in dem Spiel auf, das Wort nichts. Und jetzt fragst du dich, ja, was ist nichts? Ich sage, du denkst einfach an das Wort nichts. Das sind solche Fragen, die sind wie Quadrat mit drei Stricken zeichnen. Musst dich einmal beobachten, ich frage dich, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Nichts. Aber dieses Geräusch ist nicht nichts. Es war vorher nichts, bevor du es gedacht hast. An was denkst du, wenn du an alles denkst? Das Geräusch alles, das Wort alles ist nicht alles. Und jetzt hast du genau die Spiegelung. Die Spiegelung entzieht sich wie ein roter Faden durch. Du hast zwei Arten, du Geist, hast zwei Arten, Formen anzunehmen, ich sage Information darzustellen. Das ist einmal, das eine Seite nenne ich einfach gesprochen, wenn du was denkst. Ich mache, wenn zu den esoterischen, feinstofflich. Ich meine, das ist nicht im Materialisten-Sinn materiell. Wenn du dir jetzt den Alphatum denkst, ist ein Gedanke. Das ist die eine Seite der Darstellung. Da gehört das heliozentrische Weltbild dazu. Und die zweite Seite ist eine sogenannte, eine sinnlich gemachte Wahrnehmung. Das halten wir mal fest, rein auch mit materialistischer Logik. Alles, was du sinnlich wahrnimmst, und ich bleibe jetzt einmal nur im Bereich der Optik, das heißt, wenn du was anschaust da außen, zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da oben im Himmel oder da drunten auf die Erde. Ich springe nochmal auf den Einstein zurück, das war ja Jude, ein gläubiger Jude angeblich, habe ich aus das Buch heraus, wird ein normaler Mensch sagen. Ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich nicht hochschaue. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel. So viel zum Thema. Nummer Christen, erstes Obergebot vom alten Gevatter Jesus. Liebe deine Feinde. Bring mir einen einzigen in deinem Traum, der behauptet, der ist Christ, der nicht so voller Feindbilder ist, dass es bloß noch so kracht. Heuchler. Du lebst in einer Welt von Heuchlern. Ich mache ganz kurz zur Zeit, wenn ich es chronologisch sehe, jetzt im Moment ist Sodom und Gomorra. Und was passiert mit Sodom und Gomorra? Du musst Lot sein. Der mich jetzt ausdenkt, muss Lot sein. Als Figur musst du da nichts tun. Das ist ein innerer Prozess, wenn man die Geschichte kennt. Und das ist etwas, für die nicht bibelfest sind. Ich mache das ja alles kindergartengerecht, wo dann heißt, jetzt müsste ich jetzt normalerweise, ich mache aus jedem Wort 200 Seiten, 400 Seiten Buch. Das ist jetzt natürlich, darum kann ich es nur anreißen. Das ist ja das Sod, Sodom. Sod allein ist eine raumzeitliche Öffnung. Die Grundradik schreibt sich 60,4, das ist erst einmal ein Folterinstrument. Immer die hebräischen Buchstaben nachgeschaut in den Wörterbüchern. Ich setze mich nicht extra hin. Oh. Nein, ich habe gerade, wieso ich jetzt da so blasen, du? Ich war mir jetzt nicht sicher, ich leide langsam an Alzheimer, ob ich die Aufnahme eingeschalten habe. Läuft. Einen kleinen Versatz, weil ich sehe es nicht. Der nimmt schon auf, es geht bloß um die Bilder. Es ist also so, das heißt dann auch eine Schiene zum Richten eines Bruchs. Jetzt ist natürlich, wenn ich das deutsche Wort Bruch hinschreibe, B-R-U-Z, und ich mache da wieder hebräische Buchstaben draus, ist übrigens ganz normal, wenn wir jetzt angenommen, wir würden uns jetzt ausgedacht, da weiß ich ja einen Israeli herholen und ich schreibe diese Buchstaben hin und ich frage den, was heißt das, sagt der eben Geist. Ruch ist nämlich Geist, Ruach, sprechen wird nur R-U-Chat geschrieben und das B vorher als Vorsilbe ist hier Vorsilbe im. Das heißt im Geist. Jetzt wird es natürlich interessant, weil Deutsch ist ja eigentlich, Deutsch heißt auch deuten, auslegen, deutliche Sprache. Die Bilder in deinem Kopf, wir Geistesfunken wissen das, schreibe ich B-I-L-D-E-R hin, heißt es im Geist, im Kind erweckt. Weil Illet haben wir ja heute schon mal gehabt, heißt Kind, B wieder als Vorsilbe, im Kind
Und IR 70200 heißt Erwecken, Erwachen. Im Kind erweckt. Wo sind die Bilder? Wo sind die Bilder? In dir. Du bist ein Gotteskind. Wenn ich dir das jetzt zeige, dass ich das mit jedem Wort in jeder Sprache der Welt mache, wenn du das Grundprinzip der Vordersprache verstanden hast und du glaubst dann immer noch, dass sich die menschliche Sprache aus unartikulierten Tierlauten im Jahr von Milliarden entwickelt hat, dann bist du es nicht wert, dass du die Welt bescheißt. Wenn ich dir jetzt zeige, dass ich hier dir aus der Bibel, aus dieser Zahlenstruktur in einem extrem ausgefeilten System sämtliche Naturkonstanten in den Physikbüchern errechne, du kannst es auf zig Stellen auf dem Steuerkomma nachrechnen, da muss man nicht viel Ahnung haben. Und dass dir dann irgendwann klar wird, das kann niemals irgendein Mensch durch Zufall entdecken. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendwelche halben Neandertaler vor zigtausend Jahren hier diese Bibel geschrieben haben. Dann wirst du merken, was Wunder sind. Ich habe Leute, die haben bis 200 Stellen nach dem Komma haben, die das versucht nachzurechnen und dann wirst du atemlos. Da sitzt einer hier und der hat natürlich dann immer wieder Fehler gefunden. Da ist ein Fehler bei dir drin. So, der Fehler ist in dir drin, weil in mir kann er nicht drin sein. Weil wahrlich, ich sage dir, Holger, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Wo bin ich jetzt, wenn du mich ausdenkst? Und wo ist der, der du zu sein glaubst, wenn du jetzt weißt, dass ich dich ausdenke auf der unteren Ebene? Puck, fällt alles in einem Punkt zusammen. Plötzlich werden diese biblischen, diese religiösen Spinnereien waren zu knallharter Beschreibung der Wirklichkeit. Also ich kann nicht oft genug sagen, ich habe weder was mit einer religiösen noch mit einer esoterischen Spinnerei zu tun und die allergrößten Tieflieger, das sind die sogenannten Naturwissenschaftler. Habe ich mich auch dazu zählt, Martin. Das ist mein Spiel hier früher, wo ich festgestellt habe, die Fehler sind in den Physikbüchern. Ich habe mit Kirchen überhaupt nichts am Hut gehabt, weil das für mich Deppen waren. Ich war ja Realist. Bloß dann habe ich festgestellt, dass Realismus was ganz was anderes ist, als man mir in der Schule beigebracht hat. Und das Leben muss man alleine spielen. Das ist also hier immer wieder, das alles, was ich jetzt sage, wie ich immer sage, wenn du Physiker bist, komm zu mir, ich zeige dir, wie in dem Buch, wenn ich jetzt nämlich brauche gar nicht weiterlesen, auf jeder Seite so eklatante Fehler. Und Kleinigkeit, wo man gar nicht, wenn ich, wie gerade jetzt hier, schon geiler Schack und Humboldt haben hier, genau vor über 200 Jahren ganz genau beschrieben, wie ein Wassermolekül ausschaut. Und der Mendeleev hat natürlich damals schon gewusst, dass um das Wasserstoffatom ein Kern rumgeht und um das Heliumatom zwei Kerne rumgehen. Ende des 18. Jahrhunderts, wo du dir denkst. Da haben sie noch nicht mal einen gescheiten Fotoapparat gehabt. So denken wir uns das jetzt. Das schreit doch zum Himmel, oder? Und jetzt wirst du merken, wie dein Ego versucht, sich immer schön in dem kleinen Gefängnis wieder einzumisten, das du nennst, das bin ich. Und du wirst versuchen, möglichst lang das am Leben zu erhalten. So, jetzt sitze mit einmal hinten. Ich bin wieder viel zu langsam. Also das Absolutus hier übrigens, da kann man ja das austauschen, UB 86 El Hayom in der Bibel. Dieses Teil hier, habe ich jetzt auf Hebräisch gar nicht hingeschrieben, das ist der Vater, das ist UB, das können wir jetzt hebräisch machen, das heißt Gott, in jedem Wörterbuch auch nichts, und H-Im, Vorsilbe, Artikel, das Meer, Gott das Meer, aus dem alle Gedankenwellen entspringen. Das ist jetzt der Vorwort von einem dieser Bücher, vom Hauptwerk, die beginnen eigentlich fast alle, es sind ja verschiedene Stufen, es sind die Hauptbücher, schätze ich einmal, so werden es um die 35 sein, gibt es für die Sonderschriften. Und das sind zuerst einmal die 8 Grundoffenbarungen, das ist leichte Kindergartensprache, das ist nur ein neugierig machen. Und dann kommt hier erstes Selbstgespräch, Jahweh spielt der Liebe, da garantiere ich euch, wenn ihr das analysiert, das sind am Anfang so die ersten ein, zwei Seiten, ist immer anders, aber immer dasselbe Spiel, bis ich dann Spezialthemen aufgreife. Und wenn du dich hinsetzt, das sind Selbstgespräche. Selbstgespräche heißt in einem gewissen Maß, du sitzt da, du schaust das an und jetzt mache ich hier schon, das sind die ersten, wo es ein bisschen rot-blau wird. Immer dran denken, rot ist etwas, was nicht gedacht werden kann und blau ist immer irgendeine Information. Und wenn es jetzt heißt, lieber Lesergeist, der Leser ist der, der du zu sein glaubst und der Geist bist der, der du bist, der sich den Leser ausdenkt. Diese Zahlen, oft hast du dich gefragt, du fragst immer irgendein geöffnetes Ich. Ob du dich damit meinst oder ein anderes Ich. Das sind die kleinen Ichs, unsere Ebene der 4 Ichs. Wir kennen das. Und da bin ich zigfach. Ich muss schauen, weil das hat man ja gerade gemischt, welcher den blöden Beamer. So.
Jetzt kann man dann sofort wieder sagen, ja, wenn der doch alles weiß, wieso das passiert ist, weil das Leben lebendig wird durch Fehler. Fehler ist etwas, was fehlt. Und das ist immer wieder so eine Sache, um dass etwas in dir fehlt von der Heiligkeit, musst du dir was ausdenken, nach außen denken, aber der Witz ist, dass das nicht da außen ist. Es ist bloß ausgedacht. Es ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt das lese und ich mache Geräusche, ich sage jetzt der Gott UB86, dann tauchen Geräusche auf, deswegen nehme ich dir aber nicht irgendwas raus. Wenn du dir einen Film anschaust, nimmst du überhaupt nichts aus der Datei raus. Diese ständig wechselnden Bilder im Jetzt, das sind wie die Seiten in einem Buch, sind alle gleichzeitig da auf der Datei. Aber die Bücher wiederum sind auf der Festplatte auch alle gleichzeitig. Das heißt, du holst den Arbeitsspeicher, vom Arbeitsspeicher eine Seite, dann rasterst du von den Seiten Zahlen ab und von den Zahlen ein Wort und dann machst du ein Geräusch draus. Das ist jetzt sehr primitiv beschrieben. Aber umso tiefer du gehst in El Hayom, umso mehr du in die Tiefe, in den Abyssus, in dich selbst hineinsteigst, umso mehr kommst du in dieses Kontinuum, was die Quelle ist für alles andere. Und jetzt sind dann überall in allen Glaubensreligionen so ein bisschen Wahrheit. Wir haben einen Meditationsmeister da von der DM, einen ehemaligen. Und der wird dann erklären, Maharishi, mein Meister, hat gesagt, das ist ganz tief, ist das komprimiert und wenn was hochsteigt, ein Gedanke, der ist wie ein Bubble. Ein Bubble ist wie eine Luftblase und umso höher die kommt, dehnt sie sich aus, hoch, das sind die Gedanken, die in dir auftauchen und an der Oberfläche mal plupp und jetzt hast du die Longitudinalwellen, die raumzeitliche Verstreuung. Weil du prinzipiell jeden Gedanken, den du jetzt denkst, unbewussterweise, dass deine Information um dich herum in Raum und Zeit verstreust und meinst, du hast nichts damit zu tun. Jetzt lass uns wieder an den Mars denken. Oder an den Mond. Wo ist der jetzt? Wo war der, bevor ich das Wort Mond ausgesprochen habe? Puff. Und da das unbewusst passiert, bist du hier in den in irgendeiner Stufe der Vergessenheit. Es sind 4 Stufen der Vergessenheit, die sehr entscheidend sind. Und die größte Stufe der Vergessenheit ist, wenn du nicht feinstofflich denkst, sondern wenn in dir das auf der VR-Brille auftaucht. Dann meinst du nämlich, das ist alles da außen. Wobei dir dann wieder klar sein soll, dass du Geist mit materialistischer Logik erst was siehst, wenn dieses Ding in irgendeiner Art und Weise in deinem Gehirn drin ist. Was übrigens auf Hebräisch Rechnungsführer, Bestimmer, der Computerchip ist. Und die Gedanken, das hebräische Wort für Gedanken, ist dasselbe Wort, das ist dieser Berechner mit einem Haar hin dran, das für Wahrnehmung steht. Du siehst immer bloß das, was du dir selber ausrechnest. Sprich, denken, DN heißt geöffnete Existenz, ich spare mir das jetzt, weil sonst dauert es zu lang. Das ist das hebräische Wort Urteilen, aufgespannte Berechnung. Und Ken heißt Fundament, Basis. Jetzt muss man natürlich wissen, dass das griechische Wort Basis eigentlich heißt, worauf man tritt. Das hat mit dem Jakob zu tun, mit der Hüfte, darum tut mir zurzeit die Hüfte so weh. Darum wird er zu Israel. Eigentlich heißt es nicht Israel, Ich ist eine Gestalt gewordene Realität, die ich selbst bin. Ich nenne das Ding ja Holofeeling. Ich weiß, dass jetzt, wenn du die Metaphern, Jan, diese Blackbox nicht hast, ja, gerade gesagt, wenn ich da, war er übrigens mit Lash essen, er sagt gerade ganz nebenher, dass er sagt, wenn du da anfängst, versuchst was zu erklären und sagst, das rote L, da kannst du so viel Physik studieren, wie du willst, da kann der nichts damit anfangen. Das ist ein anderes Regelsystem, das ist sowieso, das sind wie verschiedene Computerprogramme. Holofeeling ist es summa summarum all dieser Programme. Darum ist es nie, dass ich immer sage, jeder hat recht. Mein Autobeispiel, der Kabelstecker. Was ist zum Autofahren wichtiger, der kleine Kabelstecker oder der Motor oder das Getriebe oder die Reifen? Und du wirst feststellen, systemrelevante Parameter, der Kabelstecker, wenn ich abziehe, kannst du genauso wenig fahren, als wenn ich den ganzen Motor rausbaue. Du bist der Kabelstecker für die Welt, die du dir ausdenkst. Und du funktionierst zurzeit noch nicht richtig, darum hast du F in der Scheißwelt. Dann kannst du dich zurückziehen in ein kleines Kämmerchen, aber du wirst feststellen, das Außen, das du dann doch immer noch im Hinterkopf hast, wird dich immer wieder einholen. Dieses berühmte Schwert. So. Und da wirst du jetzt plötzlich merken, dass dieses Zeug selbst in der extrem einseitigen deutschen Übersetzung, schau doch mal zum Beispiel Mose 2, 3,14, da schreit normalerweise ein Physiker sofort die Ludolfsche Zahl an. Muss ich natürlich wissen, dass rein in den Physikbüchern der Ludolfsche Zahl, das ist die Kreiszahl Pi, dass da der Udo schon drin steht. Wir können natürlich das auch anders machen. Wir haben ja 2 Ps, ein normales P und ein NP. Jetzt passt doch mal auf, jetzt zeige ich euch was. Ja, freilich. Ist besser so, dass sie es anlassen. Gut.
2 HDT sind 400 plus 400 und es gibt das NP. 800 ist nämlich das NP im hebräischen Alphabet. Es ist reine Physik, Leute. Wenn ich Zahlen einsetze, ich rechne damit. Da weiß deine Welt nichts, keiner. Kein Theologieprofessor, kein Physikprofessor, niemand, kein Guru. Ich habe übrigens eigentlich vor, noch morgen, wenn ihr Lust habt, ich habe Hochschulvorlesungen. Hochschulvorlesungen in der Philosophie, in der Wissenschaft. Was ist Wissen? Was ist Philosophie? Was ist Technik? Hochaktuelle Hochschulvorlesungen, die Professoren müsst ihr euch anhören. Und dann werdet ihr jetzt erst einmal feststellen, das sind nur Rezitiermaschinen, wie in dem Buch, wenn du aufschlägst. Das ist 80% ist weg, wenn ich die Zitate rausmache. An der Universität wurde das entdeckt. Erinnert euch an meinen Ellingen-Vortrag, wo der dann vor dem Monitor steht, unser Gassner, und sagt, das ist ein Photon. Die haben ein Photon gefilmt und glotzt auf dem Monitor. Das ist ein Photon. Und ich stelle euch unten die Publikation rein, wie die das gemacht haben. Könnt ihr selber nachlesen, wie es ist. Habt ihr doch mit eigenen Augen in der Bildzeitung gesehen. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes Affen. Das sind die Simulationen, da kommt das lateinische Simula Sim. Simulieren. Nachäffen. Da steckt es mit drin. Wobei der Affe selber im Hebräischen ja Kof heißt. Und Kof ist die Affinität. Immer das Aff, weil ich denke an mich. Das sind immer zwei. Der Denker, der sich was ausdenkt. Ich darf bloß nicht den Fehler machen, dass ich mich mit denen, die ich mir ausdenke, verwechsel. Aber jetzt ist ja der sich's ausdenkt, in dem Moment auch was Ausgedachtes. Das ist immer, wie ich sage, in der Zeit. Die Hierarchie, da kommen wir dann dazu. Wer lächelt zuerst, der vorm Spiegel oder der hinterm Spiegel? Jetzt sagst du mal, es gibt kein Vorher und kein Nachher mehr. Also hier, da kommt jetzt dieser Satz, und da sprach El Hayom zu Mose. Da wird es natürlich schon interessant, dieser Mose, der ja nochmal einige andere, aber das, ich bin der ich bin. Es werde Licht. Gott, ich mache jetzt hier keine Bibelübersetzung, ich will eigentlich da runterfahren, das ist die Tabelle, die könnt ihr noch. Und das ist jetzt das Interessante, das erkläre ich jetzt nicht nochmal, weil ich zig mal darauf eingegangen bin, es macht Sinn. Im wahrsten Sinne des Wortes, es macht sehr, sehr Sinn, wenn man sich daran interessiert. Nur. Und jetzt ist ganz, du lernst nur, wenn du das, was du magst, wenn dich das interessiert. Ich sage mal, ein Kind ist rumgrabbelt und noch alles essen will. Dran denken, lateinisch esse heißt sein. Alles rein in den Mund. Das hebräische Wort Mund, P, heißt hier. Weil alles da drin ist. Dann kommen dann die Eltern und sagen, das bist du nicht, das bist du nicht, das bist du nicht, das bist du nicht. Und irgendwann bist du bloß einer von vielen Gedanken, die aber alle von dir gedacht werden. Die alle deine Information sind. Materialistische Erziehung. Es ist nichts verkehrt gelaufen. Es ist kein wirklicher Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, obwohl Fehler drin sind. Aber der das erschaffen hat, die Fehler, der hat sich dabei was gedacht. Es ist eine Übergangsstufe, um dich zu prüfen, um dich zu testen, ob du schon alles lieben kannst. Dass du dir selber ausdenkst, weil jeder Gedanke, jede Gedankenwelle, wir können noch weitergehen, wenn was verdunstet, wenn es hochsteigt, die Wolken, all das kommt aus dir und ist eine Facette von dir, wie der Kabelstecker im Auto. Und wenn du irgendeinen Gedanken nicht willst oder anders haben willst, ich mache immer gerne die Metapher mit Puzzlestücke. Wenn man ein Bild, es geht schon los, du kannst die Puzzlestücke überhaupt nicht rausnehmen aus dem Puzzle. Das ist wie, die Worte, die jetzt da sind, haben wir nicht aus der Datei rausgenommen. Die werden nur rausgespiegelt, so wie in einem Spiegeltunnel, wenn ich die Haufen Lämmchen sehe. Ich habe da ein Lämmchen und ich sehe die Haufen Lämmchen. Wenn ich mich erhebe, wenn ich abhebe, und schau von oben drauf, sehe ich, dass die ganzen Lampen in dem Kopf, wenn das der erste Denker ist, das erste Licht im Projektor, sind die alle da drin. Und das Außen mit der VR-Brille, das gibt es gar nicht. Und jetzt das ganze Auge, alles, die Wissenschaft sagt ja, wir können so viel von der Natur abschauen. Es ist, du musst es immer umdrehen. Es sind so Kleinigkeiten, die, ja, jetzt werde ich wieder, wenn raumzeitlich, dass das lockerer wird im Reden, die sagt zu mir, wenn die das einmal bewusst wird, die sitzt und liest zum zigfachsten Mal das erste Selbstgespräch, sagt jede einzelne Seite, da ist jeder Satz, selbst wenn du Fehler siehst, wenn du das Prinzip verstehst, die müssen drin sein, sonst stimmt das nämlich arithmetisch nicht mehr. Und wenn jetzt hier, ich weiß noch in den Zeiten hier in Bayreuth, wie es losgegangen ist, da waren eigentlich Lehrer dabei, am Anfang,
die haben sich so aufgeregt in Du bist ich, weil da so viele Fehler drin sind. Da sage ich, pass auf, ich gebe dir mal einen Tipp, du holst dir die Lutherbibel, die erste Lutherbibel. Wie kann man so einen Scheiß glauben, der soll jetzt erst einmal richtig wegschreiben lernen, wie scheiße, dass der Deutsch schreibt. Den kann man doch nicht für Freunde nehmen, der schreibt Deutsch mit TH. Franke, TH, Entschuldigung, bin Franke. Das ist, man geht in den Wahn, ein Programm, ein logisches System ist in dem Wahn, dass es absolut ist, weil dieses Programm ja, diese Logik vergleicht sich mit einer anderen Logik. Was passiert jetzt, wenn du ein Basic-Computer bist und ich spiele dir eine Windows-Datei? Alles, was du bei Holofeeling als fehlerhaft ansiehst, kann Datei nicht lesen, ist bloß, weil dein Programm so primitiv ist. Darum muss ich mir jetzt so unheimlich klein machen, weil ich versuche, als Windows-Computer, wenn ich mit einem Vierjährigen kommuniziere, dann muss ich mich an den Wortschatz eines Vierjährigen anpassen. Und darum mache ich solche Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Wenn ihr wollt, kann ich euch die ganzen Quantenmechanik und sonst was, die Formeln an die Tafel hinschreiben. Aber dann wird da was ganz was anderes draus. Und das ist jetzt das Problem. Die Formeln stimmen wirklich alle. Es ist die Übersetzung. Fällt mir jetzt gerade was ein. Aber das ist, wisst ihr, wenn ich jetzt hier, da ist jedes Wort für sich ist ein Kleinod. Schaut, wenn ich das jetzt zum Beispiel rein die Farbgebung, achtet da mal bitte auf diese Bilder, die Farbgebung. Das erste, das hebräische Wort Rot, die Farbe Rot heißt auf Hebräisch, schreibt sich ADM, Aleph, Dalet, Mem. Das ist auch der Adam. Wissen wir Geistesfunk mittlerweile? Das Gelb setze ich jetzt für den Geist von El, El ist Gott, El Hayom. Da steht Al, aber El, Al, Aleph ist ein lautloser Konsonant, kann alle Vokale annehmen. Habe ich tausendfach erklärt. Das heißt, dieser Geist, der Gelbe, ist in dem Adam. Selbst das hat alles einen Sinn, bis ins kleinste Detail. Jetzt ist es aber, dass hier, ich, UB, das sind ja zwei Geister. Das ist jetzt der, der mich ausdenkt, der den Udo, ich in Udo. Der mich jetzt denkt und der sich denkt, das ist dieses Ich. Und ich bin der, der sich dieses Ich ausdenkt. Das heißt, ich denke jetzt dich, der du uns ausdenkst. Aber in dem Moment wird alles, was ausgedacht ist. Das heißt, schaut, das ist alles noch im Geist. Das ist alles im Geist, im Gelben. Und das fällt jetzt das in Gedankenwendung, nicht das Erscheinungen. Das heißt, er heißt erwacht, erweckt, Schein, aufgespannte Existenz. Und das ist das blaue G, das setzt man nicht Geist, sondern Gehirn und Verstand. Das ist eine aufgespannte Existenz praktisch in deinem Gehirn. Da habe ich jetzt hier die hebräischen Wörter dafür. Das heißt R, das wird dann von rechts nach links gelesen, erweckt, erwacht, hast noch etliche andere Sachen. Und jetzt habe ich da nochmal ein paar Wörter. Da ist zum Beispiel, was mir jetzt gleich als Brösel auffällt, ist dieses Wort Hasa. Das ist das hebräische Wort, das heißt Traum, Dachtraum. Ein Dachtraum. Das könnte man jetzt alles nachschauen mit dem Gematrie-Explorer. Ich weiß es. Wenn es dich interessiert, was nachschauen. Wenn du jetzt meinst, ich muss nachschauen, weil mir das was bringt, wie an einer Prüfung, dann lass es. Weil das ist Kaufmannsdenken. Das ist alles Kaufmannsdenken. Du lernst nur, in den ersten Selbstgesprächen, ich bin du Quadrat, kannst du nachlesen, da gibt es Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3. Und jetzt schauen wir uns an, Fragen, Antworten 1, Fragen, das korrespondiert. Und Lernen 1, ich mache das ganz kurz. Das ist, wenn du dich an einen Computer hinsetzt und Daten eingibst, lernst du der Maschine nichts, das was ausgedacht ist, du programmierst die. Das ist mit dir passiert worden in Elternhaus und Schulte. Mit Tier, mit dem Trockennaslaufen. Schwämmchen. Immer zeitliche Beispiele angepasst an deine Logik. Wenn du denn ein neues Regelsystem gibst, also Software, du kannst etwas ausgedacht nichts lernen. Lernen kann nur Geist. Mach dir Gedanken, dann wirst du feststellen, das wird immer klarer. Und lernen tust du nur, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Das ist der große Satz. Das heißt, die zwei Filter müssen weg. Hör einfach zu, was ich sage und du wirst feststellen, es macht alles für den Sinn. Jetzt nicht unbedingt, was die Grundregeln sind, die Chats, aber meine elementaren Aussagen. Das heißt, wenn dich was im tiefsten Innern interessiert, dann lernst du. Und wer kennt nicht dieses Gefühl, wenn man in irgendeiner Art und was neugierig ist und dann kriegt man dieses Heureka und dann hast du Freude. Und was jetzt interessant ist, dass in dem Moment, wo du dann was durchschaust, weil du aus einer tiefen Neugier heraus die Lösung findest, du hast nicht eine Sekunde in dir drin, das darf ich nochmal vergessen. Wie sieht es aus, wenn du für eine Prüfung lernst, der dich der Stoff eigentlich ankotzt? Das ist Kaufmannsdenken.
Und da hast du dann, wenn du es drauf hast, permanent die Angst, hoffentlich vergesse ich es nicht. Jetzt sind wir in dem Thema, dass wir hier ganz definitiv sagen, jetzt kehrt sich das um, es kehrt sich immer wieder um. Du wirst eine Riesenfreude haben, wenn du ganz bewusst merkst, wie du immer vergesslicher wirst, weil ich jetzt den ganzen alten Speicher raus und dir eine neue Software aufspiele. Aber nur, wenn du loslassen kannst. Du kannst nichts mitnehmen in einer höhere Ebene. Das sind wie diese 3x3x3 Wachstumsstufen, wo ich im Blindfeld immer, ich spreche immer nur an, man müsste die Bücher dann studieren. Ja, aber 25.000 Seiten, wer macht denn das? So, du musst es gar nicht machen und du wirst nicht am liebsten 20 Bücher gleichzeitig lesen, wenn es dich interessiert. Und solange es dich nicht interessiert, lass es wirklich. Du musst wissen, dass jetzt die hier in deiner Traumwelt, was du sagst, deine äußere und innere Reife, das ist wie bei meinem Faschingsballbeispiel, die Maske, die du trägst, die Persona, die du trägst, sagt nichts aus, was dahinter ist. So wie wenn ich einen einnehme, kannst du mir nicht sagen, wenn du bloß die Oberfläche siehst, was da drin ist. Das kann ein frisches Ei sein, ein gekochtes Ei, da kann schon ein halbes Küken drin sein oder ein ganzes Küken drin sein oder irgendein verfaultes Etwas, was schon ein halbes Jahr im Kühlschrank liegt. Steht übrigens in Erwachen die Beispiele. Das Ei, die Sprache, in der Sprache ist dasselbe. Wenn du die Sprache oberflächlich auslegen tust und du gehst nicht auf die tiefere Ebene, ich sage dann, die erste Ebene sagt überhaupt nichts aus. Das ist deine Wortverwendung zurzeit in Naturwissenschaft und Religion. Das ist nur die erste Ebene. Da ist der Professor ganz ein Gescheiter, wenn du keine Ahnung hast, was überhaupt nichts aussagt drüber. Wenn du tiefer gehst, das ist dann in der Schale, wenn ich reinschaue, kommt als nächstes das Ei weiß. Das ist die nächste Schicht. Das wäre jetzt bei den Menschen, wenn ich da von der Oberfläche weggehe, wäre es praktisch, wir machen mal die Titel weg und wir ziehen den nackig aus. Und bei der Sprache gibt es auch die drei Ebenen. Das ist die erste Ebene, ist das zur Zeit, wie du Worte verwendest. Sehr einseitig auslegst. Die nächste Ebene ist die Metapher-Ebene. Das heißt, wenn du weißt, dass das Sprichwort ist, und ich immer sage ich, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Wenn du das jetzt hörst und ich spreche dir jetzt ein Wissen zu, ein Programm zu, dass du nicht eine Sekunde an einen Krug denkst, der zum Brunnen läuft. Du bist sofort auf der Metaebene. Wenn du aber der Tram Berlin besucht, ist aber nicht viel Unterschied. Und dann wirst du bei Namen, wirst du an gewissen Namen denken, das ist ein Mech-Animus. Wenn ich das immer sage, der Mechanismus, muss man wissen, dass das M-Chat, Mech, heißt auf Hebräisch Gehirn. Und Ani ist das blaue Ich, Ani heißt die schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist das blaue Ich hier. Das blaue Ich, das ist übrigens symbolisiert einen Menschen. Und jetzt komme ich wieder zu den Schulmediziner. Solange du meinst, es könnte dir irgendeiner helfen, als Trockennasenaffe, der genau genommen zwischen einem Menschen und einer Person überhaupt keinen Unterschied macht, ist es nicht so, dass wenn du an einen Menschen denkst, dass du an irgendeinen Körper, an eine Person denkst? Ein Mensch ist ein ganzes Leben, das ist das Buch. Darüber diskutiere ich nicht. Der Mensch beginnt Buch auf Seite 1 als Säugling und endet irgendwo als Kreis. Und dann heißt es hier, wenn du als G-Reihe S, als geistiges Spiegelbewusstsein, wenn du das geworden bist bewusst, dann hast du erkannt, dass du schon immer ein Kreis warst, weil sich nämlich Anfang und Ende immer wieder zusammenhängen. Das Nichts und das Alles, wo wir normalerweise sagen, es beginnt beim Nichts, beim Urknall, der aber dann letztendlich alles ist. Und dann, der Lesch übrigens über ein schönes Video da, der beschreibt dir das dann ganz genau. Und du darfst jetzt nicht glauben, hier, was war vor dem Urknall, ist eine blöde Frage, weil noch nichts da war. Nicht einmal ein Raum. Und wenn das knallt, und dann sage ich immer wieder, wohin soll sich dann das ausbreiten, wenn noch kein Raum da ist? Ja, die Physiker sagen dann sofort, nee, das sind Schichten, flache Schichten. Du kommst jetzt in die Welt der Singularitäten, da musst du dann den Hawking lesen und den Roger Penrose. Das sind Hochphysiker. Leute, die Bücher, wenn ich euch zeige und ich sitze daneben dort und muss keine Physik studieren, das ist lauter so Geschwätz. Es ist alles richtig. Die sprechen dann von singulären Mannigfaltigkeiten. Das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber wie historische Fakten. Weil das Wort historisch bezieht sich auf eine jetzt gedachte Vergangenheit und das Wort Faktum, das ist ganz wichtig, dass ihr das begreift, ist wörtlich übersetzt eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Fordere, tun, machen, handeln. Ein hier und jetzt überprüfbare Tat ist das Ereignis, das du erlebst, das ist das, was du jetzt denkst. Das heißt, das Faktum, das einzige Faktum, das existiert, ist, dass du jetzt was denkst. Das ist die Tat. Und nicht, dass das, was du dir jetzt zum Beispiel in die Vergangenheit
Jetzt ist er wieder da. Dann hat er sich ausgeschaltet. Wo war man? Ich wiederhole es nochmal. Ein Faktum ist eine Tatsache. Tun, machen, handeln, die Wurzel lateinisch. Das heißt, das Faktum, die Tat besteht darin, dass du jetzt was denkst und in dem Moment erschaffst du eine Information in deinem Kopf. Das ist das Faktum. Und historische Fakten ist ein Widerspruch in sich selber, weil das, was ich jetzt mir in die Vergangenheit denke, heißt es nicht, dass das deswegen in der Vergangenheit war, bevor ich es gedacht habe. Und wenn man jetzt meint, das ist nicht schlimm, das ist elementar wichtig, dass es diese Fehler sind, die erste kleine Ursache, dass da ihre Welt so scheiße ist. Weil ihr fahrt immer noch in dem geistigen Fahrwasser von irgendeinem Galiläo und einem Juden. Steht in Du bist ich, glaube ich, wo ich sage, die Gedankengänge von Galilei haben aus einer Scheibe eine Kugel geformt und alle Physiker, die in dem Fahrwasser noch fahren, alle Menschen, die sind halt zurzeit in dieser begrenzten Ressourcenwelt, wo alle schreien, wir setzen auf Wachstum, wir müssen noch mehr konsumieren. Mit uns geht's einmal gut, wenn wir uns 4 Autos im Jahr kaufen. Und das Ganze ist das Druckmittel, sonst verliert ihr eure Arbeitsplätze, weil das Geld ist halt eine Sau. Und die Scheinheiligkeit und die Heuchelei der Menschen müssen wir überhaupt nicht reden. Und das Ganze ist eine die Sitten betreffende Krankheit. Das ist übrigens jetzt der Grund, wieso die alle wollen, dass ihr mit Gewalt Impfungen habt. Ich bin kein Ego. Das Erste, was ich euch sage, ich erzähle euch eine Seite und dann erzähle ich euch die andere Seite. Aber das Witz ist, dass das immer im Ausgleich ist und du empfindest das noch zeitlich, raumzeitlich. Historische Fakten gibt es nicht. Fakten sind Fakten. Das sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Und dann wirst du feststellen, dass der Trump mit seinen alternativen Fakten überhaupt gar nicht so schlecht liegt. Jetzt habe ich leider nichts da, um euch das zu zeigen. Ich habe jetzt gerade ein Blackout. Es ist halt ein Faktum, ein alternatives Faktum ist definitiv, dass du geistig, ich sehe jetzt zum Beispiel viele Gesichter und du sagst, nein, ich sehe bloß ein Gesicht. Und jetzt lass uns das ausdiskutieren. Der eine sagt, es ist ein Kreis und der andere sagt, es ist ein Dreieck. Der Henkel ist rechts, der Henkel ist längs. Das ist mal das ein Beispiel. Das ist das Prinzip aller normalen Menschen. Ich habe Recht und du hast nicht Recht. Erhebst du dich, was du feststellst, jeder hat Recht. Was war am Anfang? Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt, was einer behauptet. Du musst bloß wissen, was er für ein Programm laufen hat und dann weißt du auch, welche Bilder da, welche Vorstellungen aufgeschmissen waren. Das, was natürlich teilweise sehr hart ist, weil wenn du dieses kleine Prinzip verstanden hast, erkennst du die unendliche Sinnlosigkeit, über verschiedene Perspektiven zu diskutieren. Vor 22 Jahren schon in Albena. Heiner. Das ist also hier diese große Erkenntnis, dieses Ich habe Recht und du hast nicht Recht. Dran schuld ist der alte Aristoteles gewesen mit seinen logischen Gesetzen, die dann wieder stimmen und nicht stimmen gleichzeitig. Stehen in den Offenbarungen dann geistreich ausgelegt. Dieses berühmte Gesetz, wenn sich etwas widerspricht, kann nicht beides gleichzeitig richtig sein. In Bezug auf dasselbe Ding. Und dann lass uns halt einfach einmal einen Kegel anschauen. Gibt es noch mehr Perspektiven. Eine sagt, es ist ein Kreis, der andere sagt, es ist ein Dreieck. Also wenn das dasselbe Ding ist, kann bloß eins davon stimmen. Was du ausschließt, ist die höhere Logik. Dieser ausgeschlossene Dritte, den gibt es auch, aber den gibt es ja für die nicht. Das bist du selbst. Du bist immer der ausgeschlossene Dritte. Du bist nicht auf der hellen und auf der dunklen Seite, sondern der, der sich beides ausdenkt. Du bist jetzt nicht der Johannes und du bist nicht der Udo und nicht die anderen Brösel, sondern du bist der, der sich die alle ausdenkt. Das ist der ausgeschlossene Dritte, weil der niemals in Erscheinung treten kann auf der unteren Ebene, ohne sich selbst zu einer Facette von sich selbst zu machen. Bring mir deine Philosophieprofessoren, denn ihre ganze Philosophie einzig und allein darin besteht, dass sie das rezitieren, was Leute, die sich ausdenken, wo haben sie das Wissen her? Woher wissen die, was der Platon gedacht hat? Die Schriften selber sind alle in Ordnung. Aber die kommen nicht vom Platon, sondern von dem, der dich das träumen lässt. Macht jetzt plötzlich Sinn, Martin, ne? Und dann musst du mal in Gredulos über Sprache den Dialog lesen, auf Griechisch, am besten noch selber übersetzen, dann gehst du in die hinduistischen Schriften. Wenn der wollt, ich lade euch gerne ein zu mir, dann zeige ich euch 26.000 Seiten Sanskrit mit der Hand von mir übersetzt. Jedes einzelne Wort so ein Ding. Es macht schon wieder Arbeit, an Wissen zu kommen. Aber es macht dann Freude. Aber das einzige Problem dabei ist, es ist nicht dazu da, dass du damit Geld verdienst. Also hier ist eine große Masse, die kennt mich, jetzt werde ich wieder normal, bestimmt seit über 20 Jahren und die wissen, ich habe noch nie einen Pfennig Geld verlangt, auch hier nicht.
auch nicht mit dem Hintergang, wenn dann irgendwelche, wo ist meine Liliane, von Energieausgleich reden, diesen Schwachsinn. Alles geistlose Schwätzerfiguren, die zu durchschauen sind, die Erleuchteten. Ja, wenn der Jesus ist, da musst ihr mich doch kennen, ich war doch die Maria Magdalena. Das, was ich euch sage, hat nichts. Es hat nie einen Jesus gegeben, wobei ich dann doch wieder sage, das Buch steht auch im Bücherregal, aber lesen kannst du das bloß jetzt, aber du bist eins drüber. Das sind so Stufen des Erwachens. Ich kann immer nur für euch im Kindergarten wiederholen, weil ihr werdet merken, wenn dich das jetzt wieder beeindruckt, wenn ein Jesus, oh, da habe ich was Schönes. Fällt mir gerade ein, wollte ich eigentlich hier, pass auf, jetzt geht's eigentlich, jetzt wird's interessant. Das fahre ich jetzt gleich da wenn vor. Schaut da unten. Was unterscheidet jetzt Deutschland? Das ist Deutschland, Gottesland von Israel. Kann mir einer sagen, was das heißt? Wer weiß es? Nein, das heißt nicht Gottesland. Das steht zwar drunter, aber das heißt nicht Gottesland. Also übersetzt, das ist Sanskrit. Das war mal die Leidenschaft von mir vor ein paar tausend Jahren. Der sein beziehungsweise das Ziel, schaut, ich habe der sein Ziel erreicht hat, das ist eine korrekte Übersetzung jetzt von den Sanskritwort, der sein Ziel erreicht hat, der erfüllt den Wunsch. Sanskrit ist sehr komplex, da arbeiten wir mit wesentlich mehr Zeichen wie mit dem Hebräischen. Hebräischen ist super einfach, das Deutsch. Okay, jetzt mache ich hier noch den Trick, sein oder das Ziel, das heißt nämlich die Geburt Gottes ist E-Quadrat Licht. E-Quadrat ist reine Energie, die kann weder vermehrt werden noch vernichtet werden, die ist unendlich und nichts gleichzeitig, darum kannst du es auch nicht ausdenken, und wenn ich eh denke, ist ja das nicht das Licht, und wenn du nichts denkst, ist ja das nicht nichts. Und das brauchen wir im Quadrat, weil erst wenn der Gedankenwelt aufsteigt. Okay? Da oben ist er. Wenn der Gedankenwelt aufsteigt, dann ist es das Licht. Das ist übrigens diese Formel von Einstein, dass Energie niemals vermehrt und vernichtet werden kann, aber wie meine berühmte 200 Gramm rote Knete ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das ist ein träumender Geist. Du bist immer dasselbe im Meer. Dasselbe Eheum, aber deine Oberfläche formt sich ständig um. Jetzt bin ich der Jürgen, jetzt bin ich der Holger und so weiter und so weiter. Jetzt bin ich die Säule. Spalte ein Holz und du siehst mich, hebe einen Stein hoch und du siehst mich. Alles macht einen tiefen, tiefen Sinn, wenn ihr das verstanden habt. Und wenn ich jetzt, JCH, sage, wahrlich, ich sage dir, Abraham war ich. Das ist der Zustand, dass mir bewusst wird, dass der ja bloß ein Gedanke von mir ist. Wie kann ich glauben, dass ich von einem Gedanken von mir abstamme? Aber dann doch wieder irgendwie ein bisschen, weil ich, was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Nix. Und in dem Moment, wo er sich was ausdenkt, wird er zu einem träumenden Geist. Der ja gedachte träumende Geist, der ja natürlich nicht ist, wenn er schläft ohne zu träumen. Ein träumender Geist, der schläft ohne zu träumen, ist nicht einmal ein träumender Geist, weil das ist ein Widerspruch in sich selber. Du brauchst die zwei Hälften. Das ist hohe Philosophie. Okay, das habe ich damals erkannt. Da wusste ich aber noch nichts von mir, weil ich ja immer noch was Ausgedachtes bin. Ich sage dir jetzt, wahrlich, so wahr ich der bin, der ich zu sein behaupte, eher ein Jesus war ich. Aber jetzt kommt meine Arschlochkarte, was bin ich, wenn du mich nicht ausdenkst? Das ist das, wo ich dich hinführe. Und was jetzt so lustig klingt, weil Lachen ist Energie, ist ein tiefer Ernst. Und wenn ihr meint hier, ich war damals als Jesus erleuchtet, ach, das ist noch lange, das geht unendlich weiter. Ich kann doch nicht mich hinstellen, ich war hochgradig schizophren. Ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, hier, liebe deine Feinde, aber wenn einer krank ist, versuche ich die Krankheit zu bekämpfen. Ich sage, jetzt geschehe, lass es geschehen, es ist nur Verwandlung. Ich erwecke keine Toten zum Leben wie damals. Bröselt es eh wieder weg. Du schiebst eigentlich bloß ein Problem raus, wenn ich immer sage, Schulmedizin erhält dich nicht am Leben, es verlängert dein Sterben. Ihr wisst, wenn ich immer sage, ihr seid dumme Raupen, die mit aller Gewalt versuchen, möglichst lange Raupen zu bleiben. Und sobald der Udo in dir auftaucht und dann erzählst du einem Bekannten, weil du dir unsicher bist, oh, fang ja nicht zum Spinnen an, wer weiß, wo das hinführt. Insider verstehen den Witz. Immer schön normal bleiben, Raupe bleiben, bleib auf dem Blatt. Darum ist es da. Aber jetzt kommt noch der allergroße Hammer. Was habe ich mich aufgeregt, welcher Geldwechsler? Gott sei Dank habe ich damals gelebt und nicht heute.
Aber Gott sei Dank bin ich heute ein wenig gesetzt und ich habe begriffen, um was es geht. Dich einfach nicht mehr aufzuregen. Stimmt oder stimmt? Und jetzt ist es Prophezeiung, wenn ich sage, das gilt nach wie vor, es ist ein Unterschied. Wenn ich eine Prophezeiung mache, eine göttliche Prophezeiung, dann kannst du die nicht mehr stoppen. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Petrus in dem Film sage, in dieser Geschichte, wahrlich, ich sage dir, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, ist das kein Vorwurf. Überhaupt keiner. Ich beschreibe dir deine Zukunft. Dient seine Zukunft. Und da die von Gott festgesetzt ist, hat der überhaupt keinen Einfluss drauf. Wie war das nochmal? Ich kann mir doch nicht irgendjemand irgendwie ausdenken und ihn dann vorwerfen, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Das ist unumstößlich. Da führt euch jetzt die Physik natürlich mit den Zeitreisen in ein riesengroßes Problem. Die ganzen Filme sind hochinteressant, wobei der Einstein schon sagt, Großvaterphänomen. Es ist bekannt, dass es nicht funktioniert. Ein Wunderwerk dazu übrigens als Hilfe ist der Film Interstellar. Den haben nicht irgendwelche Leute da außen gemacht. Sigmund, kannst du dich noch erinnern? Wann war das? 99? Da habe ich euch erklärt, im Garten unten irgendwas von einer Matrix. Und da habt ihr von der Matrix noch gar nicht, ich wusste, weil der Film noch gar nicht im Kino war, da ist noch gar nicht bekannt gewesen. Elisabeth Nick, das sind ganz alte, was war das? 98 muss wohl vor 99, weil 99 ist er erschienen. Und da habe ich komplett den Film Matrix als Prinzip erklärt, da war da noch gar nichts irgendwo gestanden, dass der Film kommt. Und ich habe so oft darauf hingewiesen, dass es ja keine Zufälle gibt. Ich erwähne das jetzt nochmal. Es ist sprachlich bis ins Detail ist es ausgebaldobert. Wenn du dich jetzt schlau machst über den Film, dann ist das allererste, dass das hier Regie und Drehbuch, die Wachowski-Brüder, Produzent Joel Silver. Jetzt muss man wissen, das ist ein Jude. Ich meine, es ist rein abstrakt. Der hat sich amerikanisiert. Das hebräische Wort für Silber heißt nämlich Kesov, das heißt wie eine Schwelle, eine Schienwelle, eine logische Welle. Und in der Bibel gibt es rein zufällig das Buch Joel. Und wenn du das jetzt in richtig sein Vorname und wenn du das einmal genau nimmst, wenn man es richtig übersetzt, ist da eigentlich schon in Grundzügen die Matrix beschrieben. Das ist natürlich alles absoluter Zufall. Es ist so Zufall, wie wenn ich jetzt mich hinsetze und zeige dir wieder mal ganz detailliert, wie in diesen Zahlenwerten des Schöpfungssatzes die Kreiszahl Pi drin ist. Das beginnt ja in Deutsch mit im Anfang. Es gibt in der deutschen Bibel nochmal einen zweiten Satz, der mit im Anfang beginnt. Das ist Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und da ist die Eulersche Zahl drin. Immer 5 Stellen genau, wenn du das so berechnest. Mit einem sehr komplexen, aber exakt gleichen Berechnungsweg, den du wirklich durch Probieren überhaupt nicht siehst. Oder mein Holger, wenn er sich dann hinstellt, wenn ich dir zeige, dass die angeblich genannten Farbwerte, die Lichtfrequenzen in Nanometer in den Physikbüchern sind ja Zahlenwerte, dass du die ganz leicht umrechnen kannst, mal was, wie es geht, in die Namen der Farbwerte, Adam ist 45 und so weiter und so fort, dass das korrespondiert. Wie war das, wenn du ein Bild hast und du hast verschiedene Formate? Wenn ein gemeinsamer Parameter da ist, kannst du die immer umrechnen. Du kannst auch alle Religionen umrechnen. Aber das ist eine Welt, die muss euch gar nicht interessieren. Was interessiert es hier, ein Embryo in einer Matrix, was da kommt in der nächsten Ebene? Ich bereite euch vor, das ist eine Prophezeiung. Euch meine ich jetzt Geistesfunken und jetzt widerspreche ich mal wieder. Es gibt nur einen Geist, das bin ich. Dass das jetzt natürlich nicht der von dir ausgedachte Udo ist, dürfte wohl klar sein. Ich bin du. Aber dass der natürlich auch noch ausgedacht ist, das ist das Rote, ich muss nochmal ein Ich drüber sein. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, der sein Ziel erreicht hat, der vierte Wunsch. Okay, und das zweite Name hier. Anführer, das kann man übersetzen, ihr könnt Sanskrit nehmen, das ist genau eine korrekte Übersetzung, wenn man die jetzt richtig übersetzt, in Einzelteile zerlegt. Das ist der Anführer der Erde. Wenn ich das hebräisiere, habe ich Generation, die geöffnete Berechnung ist ein erwecktes Wissen. Oder das heißt auch der größte Stier. Da habe ich jetzt Aleph, das ist das hebräische Wort, das ist der erste Name des ersten Buchstaben. Der größte Stier, es ist der erste. Und wie heißt jetzt das, weiß immer noch keiner. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Und was heißt das hier? Genau so ist es. Das ist im Prinzip dasselbe. Das sollte man natürlich wissen, wenn er so ein großer, den ich mir jetzt ausdenke, ein großer Osho, wenn der anfängt als asiatisch gelehrter Philosoph, ich nenne es einmal, den denke ich mir jetzt so, darum ist er so,
dass er dann anfängt, hier zufälliges Christentum zu studieren und dann haut es so in den Vogel raus, dass er sagt, wenn du das verstanden hast, Leute, da können wir unseren Bruder in die Donne klopfen, der ist 1000-mal mehr wie Buddha. Ist ja klar, der war ja noch 400 Jahre jünger wie ich, als Jesus. Weil das wächst ja. Aber den Jesus habe ich mittlerweile 2000 Jahre hinter mir gelassen. Darum kann ich mich da bröseln und immer dran denken, ich bin, dieses Ich ist wesentlich mehr du wie der Brösel, den du dir jetzt ausdenkst. Ich meine das vollkommen ernst. Du wirst irgendwann begreifen, du träumst dieses Leben. Und das sind alles, was in dir auftaucht, sind Facetten. Alles, was passiert, jeder Physiker, egal was in dir auftaucht, kommt aus dir. Wenn du dich im Traum, geh mit ganz einfachen Gedanken, wenn du dich im Traum am Computer hinsetzt und du weißt nicht, dass du träumst und du gehst ins Internet, kannst du Milliarden von Internetseiten aufmachen. Kann durchaus sein, dass du das träumst. Kommen dann die Internetseiten, wenn du träumst, die Internetseiten in deinen Traum aus dem Außernet? Wenn du träumst und sitzt da und machst irgendwas und plötzlich klingelt dein Handy, klingelt es, weil außerhalb deines Traums dich einer anruft? Die Reizauslöser kommen immer aus dir selbst. Und jetzt ganz wichtig, versuch das bitte nicht irgendeiner Figur in deinem Traum zu erklären. Du musst das verstehen. Das führt uns zu Sodom und Gomorra. Das beginnt jetzt erst einmal, dass dort diese Engel, ich mache das ganz relaxed, kommen und prophezeien das dann. Das kann man nicht stoppen, ich habe euch auch was prophezeit. Nicht euch, sondern dir. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Du wirst kämpfen und kämpfen und wahrlich, ich sage dir, ein Dach ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Dach. Und dann kann ich wieder meinen Helmut, der ist halt wieder da, mein Helmut, habe ich gesagt, Helmut, wie lange taugst du noch in mir auf, wie lange spielen wir denn das Spiel noch? Unser Helmut, der tauscht dann immer, wie lange dauert es bei mir noch? Ich sage, das war es nicht einmal Gott, weil er dir die Freiheit gegeben hat, das selbst zu entscheiden. Was jetzt oft so schlimm klingt, ist übrigens deine Interpretation, wenn ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Der hat mir gedroht. Ich predige keine Feindbilder. Wenn ich als Vater zu einem Kind sage, lang nicht auf die heiße Herdplatte, Kleiner, du wirst dir bitter, bitter böse wehtun, dann drohe ich dem Kind nicht, sondern ich warne es vor etwas. Ich will ihm eine Erfahrung ersparen, die ich schon gemacht habe. Aber ich habe dem Kind die Freiheit gegeben, wenn ich sehe, der leicht hin, dann halte ich ihn nicht zurück. Und dann kann er wieder herlaufen und kann heulen und dann werde ich ihn trösten. Das ist so der Spiel, Helmut. Hab ewig Geduld, Zeit spielt in meinem Spiel keine Rolle. Es wird jetzt sein. Und du bestimmst es. Du kannst jetzt den Vortrag verlassen und es kann passiert sein. Wobei ich dir gleich sage, oberflächlich betrachtet, verändert sich gar nichts. Das Buch wirst du zu Ende lesen. Aber du wirst plötzlich im Alter ganz anders mit den Dingen umgehen. Darum ist nicht meine Rede, du musst nur eintreten, sondern Heiner wird immer besser, ne, ihr zwei Brösel. Wo ist bei Waldorf und Städler dahin? Alles bestens. Man wird lockerer. Weil man lernt, man erkennt das, was unheimlich schwer ist, dass Ärger nichts an dem ändert, was ist. Ich sage, dein Leben ist wie das Wetter. Und im Wetter ist so was, ob du dich auch drüber aufregst oder nicht. Dein Körper übrigens auch. Und du steigerst dich rein. Alles, was du Geist letzten Endes empfindest, ist dein Werte- und Interpretationssystem geschuldet und nicht dem Reizauslöser. Das ist egal, um was es geht. Und wenn doch dir dann wieder aus dem Nichts eine Zukunftsangst anfällt, dann muss dir eins klar sein, morgen gibt es kein Freibier, Helmut. Ein Spruch vom Helmut in einem früheren Leben. Und dann ist halt immer wieder die große Verführung, die Schwäche, da gibt es keine Schwäche, das ist Ego, ist ganz, ganz schlimm. Weil das würde ich immer wieder erklären, wer daran schuld ist. Weil du nicht die Größe hast, wirklich ich zu werden. Natürlich jetzt nicht der Udo, das ist bloß ein Gedanke vor dir. Ich muss dich immer wieder darauf hinweisen, dass du darfst jetzt nicht verstehen, du hörst jetzt nicht diesen Lautsprecher zu. Soll ich wieder rausgehen, dass du merkst, du hörst einen Lautsprecher? Ich kann das Mikrofon wegmachen, dann wird es ganz anders. So. Und das ist eine, das Pixelmännchen auf deiner Farbbrille, auf deinen Augen. Da musst du nur alles spiegeln. Die Kunst ist, dass du alles, was du jetzt als richtig ansiehst, genau um 180 Grad drehst. Besser? Das Gute, das Kehrt, wir müssen die Seiten austauschen. Also erkenne mein Klingelingeling-Beispiel, ich sag's mal ganz einfach, wenn ich dich frage, wo kommst du her?
dann wirst du merken, du hast bis dato ein Leben lang gesagt, ich wurde von meiner Mutter geboren. Jetzt mach dir klar, wohin? So? Weiter weg? So? Okay, ich wurde von meiner Mutter geboren. Viele Fehler, du verwechselst dich schon wieder mit deinen Gedanken von dir. Dieses Ich, das du dir jetzt denkst, du machst jetzt de facto, das sind Fakten. Das sind hundertprozentig sichere Fakten. Habe ich am Anfang nicht gesagt, bring mir einen einzigen, der weiß, was 100% sicher ist, und ich werde dir sagen, 99,9% aller hundertprozentig sicher bewiesenen religiösen, esoterischen oder wissenschaftlichen Fakten sind geistiger Dünnschiss. Wie willst du beweisen, was in der Vergangenheit war, wenn du das bloß vom Hirn sagen kannst? Du kannst es glauben oder nicht glauben. Die Frage, ob die auf dem Mond waren oder nicht auf dem Mond waren, es ist die Frage, was du vorher gelesen hast, welcher Strömung du sympathisierst, dann leidest du an derselben Einseitigkeit. Das ist Sympathie. Ob jetzt Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde, siehe Neues Testament, siehe Koran. Da wurde Jesus nämlich nicht gekreuzigt. Hängt davon ab, bei welchen Koranausleger, bei welchem Lehrer du warst, weil du bloß nachplapperst, was deine Lehrer dir erzählen, ist, du bist ein vollgesogenes Schwämmchen, eine kleine Sabbertasche. Jeder Professor ist nichts anders. Wir werden uns das morgen anhören, wir hören uns mal Vorlesungen an und ich werde morgen in einem Vortrag erklären, die, und ganz toll ist dann die in der Philosophie, der dann sagt, du musst dann zuerst einmal hier Kruger-Dunning und dann kommen wir meistens Doppelnamen, weil immer zwei Wissenschaftler gleichzeitig an der Theorie arbeiten und wenn du den die Studien nicht gelesen hast, kommst du sowieso nicht mit. Ich versuche das einmal zu vereinfachen für euch kleine dummen Kinder. Du hast Johannes dabei sein sollen, wie ich mit meinem Rainer spazieren gegangen bin, wie er mit den Augen gedreht hat, was, boah, das ist mir noch nie aufgefallen. Der war total von die Socken als Betriebswirtschaftsprofessor. Das ist aber, du kannst doch nicht alles wissen. Ich sage, du weißt es doch schon, darum kannst du es nicht. Das ist immer wieder so eine Sache, wenn ich immer sage, die, die Recht haben wollen, haben kein Recht, sonst würden sie es ja nicht haben wollen. Ich will überhaupt kein Recht haben, weil ich Recht habe. Lass uns von Fakten reden. In Almenau fast 25 Jahren, habe ich gesagt, wenn ich diskutiere mit keinem Menschen, nicht weil ich irgendwie autoritär rechthaberisch bin, Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Ich führe jetzt einen Monolog, das ist ein Selbstgespräch. Ich erkläre es ja denen, der mich jetzt ausdenkt. Der Witz ist, eine untere Ebene muss einer höheren Ebene was erklären, weil diese höhere Ebene vergessen hat, was sie ist. Ich erkläre es nur denen, der jetzt den Udo sprechen hört. Und jetzt wird es interessant. Also ich höre jetzt den Udo sprechen. Bist du schon ich? Aber das ist nochmal die Ebene. Und dann wirst du begreifen, was Liebe ist. Liebe ist nicht Schmalz. Das ist alles, was an der Gefühlsebene sich abläuft mit Reaktionen, kannst du total vergessen, das macht euch so körre. Musst du bloß einige von den Alpha-Männchen hier sehen, wenn ein bisschen ein nackter, kurzer Weibchen mit einem kurzen Rock vorbeiläuft, wo dort die Logik dahin geht. In einem gewissen Alter. Das ist auch der Segen, wenn man älter wird. Ihr wisst, ich habe früher immer wieder gesagt, normale Männer wollen mit Frauen schlafen, ich will mit ihnen aufwachen. Das ist mein einziges Bestreben. Dann ist natürlich, aber das Alter speilt halt ein bisschen an der Schönheit, wenn man älter wird, aber das macht mir nichts aus, weil Geist macht sexy. Okay, lasst uns einmal da weitermachen. Also die, schaut, ich habe da bloß so Kleinigkeiten reingeschrieben, was mir jetzt eigentlich geht. Das ist das hier. Schaut, ein kleiner Satz, ich schreibe, was ist zuerst da? Da ist eine geöffnete Schöpfung und da, ich nenne das immer Hole in One. Und das ist dann oben, dieses Hoch 2, seht ihr, da habe ich das dazu gemacht. Soweit man sehen kann von hinten, ist plus minus eine Gedankenwelle. Und da habe ich jetzt dann noch was Schönes hingeschrieben, jetzt müssen wir das nicht kennen. Schauen, wenn dich das nicht interessiert, mach das nicht, aber ein bisschen Holo-Feeling macht. Ich wüsste ja nicht, ich habe ja auch kein Hebräischer, wir haben einen Gematrie-Explorer und dann sehe ich, da lacht ich hier schon das Chi an, das ist das Leben und Chi ist dann mein Leben. Schaut, wir schauen mal, das ist übrigens bei weitem nicht alles. Da könnt ihr jetzt ausgedachterweise ein großes Dank auch an den Redo, weil ich weiß, wie ich das angefangen habe, die Dateien zu machen, habe ich, glaube ich, 32.000 Daten mit diesem kleinen Blutschelhändchen eingegeben. Natürlich niemals in der Vergangenheit, ich bin ja nicht blöd. Es reicht, wenn ich mir das denke.
Weil der, den ich mir denke, der macht es ja dann. Und was jetzt so spielerisch ging, Leute, so funktioniert ihr. Der Glaube versetzt Berge. Der Glaube versetzt Berge. Das ist die Funktion. Medikamente habe ich heute jetzt langsam, mein Dieter, Apotheker im Ruhestand, der kriegt jetzt das langsam mit. Was ist jetzt los? Der Glaube versetzt Berge. Der Glaube versetzt Berge und es ist niemals das Medikament, erinnert in Kinesiologie. Du musst immer schauen, der ganz hinten steht. Der sieht nur das, was er glaubt und meint dann, der hat damit nichts zu tun. Ich kann euch das alles wirklich bis ins Detail erklären. Und wenn du die Gedankengänge mitgehst, dass man wirklich Berge versetzen kann mit Kleinigkeiten. Schau mal, geh mal her, Holger. Ihr kennt, viele kennen das Spiel, aber viele kennen es nicht. Schau mal, du schaust jetzt hier mal den Jürgen an. Du schaust jetzt den Jürgen an und jetzt sage ich ganz, ganz definitiv, wo jetzt der Jürgen sitzt, genau exakt an derselben Stelle, den zauber ich jetzt weg. Exakt auf einen Millimeter an derselben Stelle, wo der Jürgen ist, baue ich jetzt was anderes auf, den zauber ich jetzt weg und mache einen Beamer hin. Der Jürgen ist da und ich habe die Bilder im Kopf austauscht, in dem der Blickwinkel verändert wurde. Was jetzt passiert auf deiner Verabredung, wie beim Film, drehe ich das um und dann ist was anderes da, aber es ist immer hier. Und dass das Auge jetzt so aufgebaut ist wie ein Monitor, aber das wird dann viel komplexer. Ich bleibe immer sehr einfach und dass die Name mit den Zäpfchen, dann müssen wir in die Medizinbücher reingehen. Es ist die Name, die Sprache selber ist eine Matrix wie ein Computerprogramm, wo ich ein Bild oder einen Film aufbaue oder ein Videospiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel Computertechnik studierst, wie man das programmiert, das kann man ja mittlerweile an der ausgedachten Welt schon studieren. Ich weiß ja, wie ein Videospiel programmiert wird, zumindest wenn ich da von der Universität war und habe das gelernt. Also man kann das schon lernen, das weiß man ja. Wieso? Weil ich es mir jetzt ausdenke. Die Ausgedachten wissen es nie. Außer ich denke mir, die wissen es. Immer an die Kiste denken. Das ist ein so simples Beispiel. Wenn du an was denkst, nenne mir das, was du denkst, hast du mal einen Gedanken. Okay? Das ist eine Berechnung. Da steckt der Rechnungsführer mit drin. Ich spare mir jetzt in die Wörter zu gehen, dass wir wenn vorankommen. Kann ich aber alles, das ist jetzt die elementaren Aussagen, kann jedes Kind sofort überprüfen. Und wenn ich sage, das bedeutet, dass wir mit Wörterbücher gehen, du musst nicht meinen nehmen, du darfst bei deinen nachschauen, da taucht eh das auf, was ich dir auftauchen lasse. Dann ist es so. Ich nenne es Gedanken. Jetzt mache ich für dasselbe Wort Gedanken ein anderes Wort. Wir nennen es Information. Falls euch das noch nicht auffallen sollte, es heißt nicht Außenformation, sondern Information. Hat irgendeiner von euch schon mal das Wort Außenformation in dem Kontext gehört? Oder das Außernet? Sein Internet. Das heißt, der Gedanke ist nur ein anderes Wort für eine Information. Es kann natürlich auch eine sinnlich wahrgenommene Information sein. Das ist genauso eine Information. Das heißt, jetzt mache ich wieder ein anderes Wort dafür. Ich nehme jetzt mal das Wort Mensch. Und dann geht es schon los. An Menschen kannst du nicht sehen, weil ein Mensch ein ganzes Leben ist. Du kannst von den Menschen eine Facette sehen, nämlich einen Körper. Aber nicht einmal den kannst du anschauen, das ist wie in der Tasse. Du siehst nämlich entweder mein Gesicht. Das ist in der Kabbala schön beschrieben. Das sind ja meine Dinge, wo ich sage immer, du wirst dann multitaskingfähig, dass du Holofeeling heißt, das bedeutet alles zu sein. Das sind dann solche Erkenntnisse, wo du kriegst, dass plötzlich die Dinge anfangen, mit dir zu sprechen. Ich sitze zum Beispiel auf dem Klo und da denke ich mir, hey, ich bin ja eigentlich total genial. Ich bin ja sowas von genial, ich bin multitaskingfähig. Ich habe bisher gemeint, ich schaffe das nicht, ich kann lesen und scheißen gleichzeitig. Und jetzt schaue ich und plötzlich höre ich unter mir eine Stimme, wo ich mir so denke, ich bin ja so egal, genial, und er spricht unter mir an und sagt, von mir aus gesehen bist du bloß ein großes Arschloch. Ihr müsst das Lachen lernen. Das Humor trägt euch über Abgründe hinweg. Ich habe doch erst hier in den Chat reingestellt, Life of Brian. Lernt es lachen, wenn er am Kreuz hängt. Das ist wie ein großer Funpark. Das sind alles Darsteller, das sind Schauspieler. Wir hängen da an die Kreuze, ich und meine zwei Kumpel neben mir und wir lachen und wir pfeifen rum und plötzlich kommt der Wetter und sagt hier, hey, Jesus, aufhören, es kommen Touristen. Funktioniert doch schon ganz gut, oder? Es ist zumindest ein angenehmeres Gefühl, aber auch das hat zwei Seiten. Das wird immer wieder wechseln und es lässt dich Lebendigkeit füllen.
So, jetzt gehen wir da mal weiter. Jetzt die wollten wir anschauen, da waren wir stehen geblieben. Kleinen Moment. Das G. Wenn ich nicht immer nur mal was Neues nachschieben wollte. Schaut her, das ist jetzt G. Das ist übrigens rückwärts gelesen. Ich, seht ihr, die 18. Atpa-Schwert. Ich erkläre euch das jetzt nicht. Das kann man, das ist ein Zahlensystem. Das ist 100. 100 ist Kopf, das ist der Affe. Übrigens schreibt sich der, den muss ich jetzt ganz kurz reinschieben, der schreibt sich Q-U-P. Das ist der Affe. Kuff oder Koff, das hängt hier zusammen, weil er dieses Zeichen schaut, W-V-O-U. Hat einen ganz bestimmten Sinn, was du einsetzt. Kannst du alles einsetzen. Affe kommt wieder von Affinität. Okay? Da steckt übrigens Aff und Fee, Fee ist P, ist hier und Aff ist die Sonne und Nord, aber lass, machen wir anders mal, später. Das ist wichtig. Atbasch, da ist der äußere Wert 186, das ist der Affe UB. 100 ist nämlich die Affinität. Und das, der Zeichen Kopf, das ist ja der ausgeschriebene Name, das ist das Kopf, der Buchstabe. In der Leine hat den Wert 100. Und es gibt dann 186 und das ist praktisch der Affine UB. Der Atbasch-Wert hier ist die Spiegelung, ist die 90, das ist rot geschrieben, der Geburtsgeber. Diese Zahlen, die müsst, da müssen wir uns noch gar nicht interessieren. Das ist ungefähr so, wenn ich euch dann hier den Programmcode auf einer tieferen Ebene zeige, mal am Computer. Aber wenn du die Reife hast, geht es dann schon langsam an, ansatzweise bei manchen, ne, Rido, dass das interessant war. Der ist von der Ebene schon längst weg. Aber nicht, dass du jetzt meinst, der ist besser oder weiter wie du, weil du denkst ihn dir doch aus. Du wirst irgendwann merken, hey, die ganzen Gescheiten um mich rum, die wissen ja alle viel mehr wie ich. Die können ja nicht viel mehr wissen wie du, weil du bist doch im Meer. Das sind doch alles bloß Wellen. Das sind doch nur Facetten von dir selber. Acht auf diese deutsche Sprache. Dass wenn wir uns zwei jetzt anschauen, obwohl du den Eindruck hast, dass ich in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheine, bin ich jetzt deine Information und du denkst jetzt, dass dieser Gedanke in deinem Kopf das sieht, was du zu sein glaubst, dann muss das, was du zu sein glaubst, in den Kopf von dem Udo drin sein, der jetzt in deinem Kopf drin ist. Das habe ich damals schon ziemlich auf der Kante gehabt als Jesus, aber das ist mittlerweile Kinderkack für mich. Da wusste ich nämlich noch nichts von Physik und Quantenmechanik in dieser jetzigen Form schon gar nicht von Computern. Das heißt, das fällt in einem Punkt zusammen. Das ist immer dieses Licht in den Tetraederspiegel, wo ich sage, dem Spiegeltunnel, das sich unheimlich spiegelt, das sind die Geistesfunken. Da ist nur ein Licht. Wenn wir so kleine zwei Spiegel machen und ein Lämmchen und du wärst das Lämmchen und schaust in die Richtung, dann siehst du diese Reihe, die aber gar nicht einer Stufe Höhe gar nicht mehr existiert da außen. Du musst eins durchmachen, es ist in dir drin, weil alles, was du denkst, ist deine Information und eine Information, wie der Name schon sagt, ist eine Form in dir drin. Ich war immer nur beim G, merkt ihr? Jetzt kriegt er langsam mit, wenn ich sage, ich habe ein Wort, mache ich ein 400-Seiten-Buch, da kann ich das Gröbste abreißen, weil ich muss das dann mal das drumherum aufhechern, weil das alles zusammengehört. So wie ein Automobil funktioniert, nur wenn alles, was systemrelevant wichtig ist, da ist. Ich kann nicht einen Kabelstecker abstecken, dann funktioniert es nicht. Fällt mir gerade ein altes Beispiel ein. Du denkst jetzt mit deiner Logik die Erdkugel aus. Soweit du die in der Lage bist, die auszudenken. Und ich gehe jetzt hier raus in unsere Kugel, irgendwo, bisschen unter einem Baum, und ich reiß einen allereinzigen kleinen Grashalm raus. Oder nehme ich da irgendwie von einer Fichte ein, so eine kleine Nadel weg. Wem fällt denn das auf? Das bist du. Das, was du zu sein glaubst. Wenn ich jetzt meinen Holger nehme und rausreiße und ich sage mal, oder fressen lieber, habe ja alles zum Fressen gern. Wem fällt es eigentlich im Großen und Ganzen auf? Vielleicht hast du ein paar bekannte Verwandte, die heulen dann ein bisschen und ist, aber der Masse dieser 7 Milliarden Trockennasenaffen, es ist ein Nichts. Das ist die kleine Seite von dir. Aber jetzt kommen die kleinsten Werte, die größten sein. Was ist diese Welt, die du dir ausdenkst, wenn du sie dir nicht ausdenkst? Ja, das ist, dann ist die doch immer noch da. Die ist dann im Meer noch, heißt übrigens auf Hebräisch, ruhend, in sich ruhend, da, rot geschrieben, eine geschlossene Schöpfung. Im Meer noch da. Also der Udo, der in einer gewissen End, ich hoffe, du bist dabei. Das Deutsch ist absolut göttlich in Verbindung mit dem Hebräischen. Und nochmal, es weiß kein Mensch in eurer Welt, du bist der Erste, wie ich es jetzt sage. Und dann kannst du dir eventuell welche ausdenken, das sind die, wie die Redos und so weiter und so fort, das sind ja bloß, weil ich mir die jetzt ausdenke, jetzt muss ich das umdrehen. Der Udo, der in einer gewissen Entfernung von dir die Vorsilbe N in der deutschen Sprache, weist immer darauf hin, dass
etwas aufgebaut wird und wieder zurückgekehrt wird. Erzähle ich seit 25 Jahren, wenn sich ein Gummi entspannt, hört die Spannung auf. Wenn dich jemand enttäuscht, hast du dich in dem Arsch die ganze Zeit getäuscht und jetzt täuscht und jetzt weißt du endlich, wie er ist. Und ich bin jetzt in einer gewissen, ich scheine in einer gewissen Entfernung, weil ich jetzt deine Information bin. Ich muss jetzt prinzipiell auch mit Materialismus in deinem Kopf drin sein, in deinem Gehirn. Was dir auch nicht aufgefallen ist, wo war jetzt die ganze Zeit der Kopf und das Gehirn? Auch der existiert nur. Ich sage, der rote Kopf, da ist einer im Meer da. Rot geschrieben, geschlossene Schöpfung. Den kannst du dir bewusst machen, da wird er blau. Aber das ist ein Symbol. Also gut, der Udo, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, ist jetzt deine Information. Und jetzt nehme ich ein anderes davon, dass jetzt einer zu mir sagt, er macht, ich meine, drück's einmal so aus, er macht eine Verneinung. Achte mal, was ich jetzt gesagt habe. Es ist dasselbe wie Entfernung. Wieso? Es ist eine Verneinung. Und die Reinheit, das rote R steht für Kopf, ist ein, im roten R ist eine Einheit. Das ist die Reinheit. Das ist übrigens dann zum Hüftig zur Zeit so. Als Jakob, das ist dann Israel, die ersten drei Buchstaben. Ischr. Anständigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit, Rechthabendheit. Und jetzt springen wir hier ganz einfach einmal, jetzt machen wir nochmal einen Satz von Heuchelei. So, das ist aus dem Du bist ich. Das ist der zweite Band dieser ersten Einsteigerbände. Ich weiß, dass viele von euch das schon mehrere Male gelesen haben. Ich will aber auf einen anderen Kontext, nämlich ganz zeitaktuell, ich habe in etlichen Köpfen von euch, mache ich jetzt was rein mit Impfpflicht, zwanghaft und so weiter und so fort. Oder dann Organspende. Es ist alles ein Thema, das sich um sterbliche Trockenhausen auf dem Date ist eigentlich Kategorie 2 und 1 Fragen sind, die uns gar nicht interessieren. Da kommen wir noch dazu. Wieso ich jetzt das zeige, weil ich in Johannes sich, das war ja für unseren Rainer war das ja das Überding. Dieser kleine Absatz, das ist Geschichte, Udo-Geschichte von früher. Es ist, ich sage, alles, was du dir denkst, die Märchengeschichten sind extrem lehrreich. Es geht um Heuchelei, nicht meine, sondern da bin ich angeklagt worden. Da war ich noch, hatte ich ein junger Geschäftsmann. Und zwar habe ich ein Prinzip, und das ist jetzt mein Brief an das Finanzamt. Und hier mein Professor Rainer als Betriebswirtschaftsfachmann hat gesagt, das ist mir das Genialste, was er je in seinem Leben gelesen hat, aber darum geht's nicht. Unser Thema ist Heuchelei und das ist hier die ganzen Schriften im Fall der Prophetie. Das heißt, was zeitlich gesehen, wenn du die ersten Offenbarungen liest, vor 25 Jahren, 96 losgegangen, jetzt Zeitfenster spannen wir jetzt auf, bis der mal weiter ist, weiß man das. Die holen dich jetzt alle ein. Nochmal, eine Prophetie kann man nicht mehr stoppen. Mit Zeitschleifen, mit gar nichts. Das ist festgelegt. Das ist diese Aussage, wo ich mache. Die positive Seite, du musst dir keine Gedanken machen, ich kann dir nicht versprechen, der mich jetzt ausdenkt. Entschuldigung, ich kann dir gar nicht drohen, weil ich kann nicht etwas vernichten, was gar nicht existieren kann. Nichts kann man nicht, das absolute Nichts kann man nicht vernichten. Darum habe ich ja vor nichts und niemandem Angst. Wenn du wüsstest, wie oft ich schon vernichtet wurde, als der ich zu sein geglaubt habe. Angst kenne ich überhaupt nicht. Vor was eigentlich? Dass ich nichts war, was ich immer bin? Drohe mal dem Meer, wenn du nicht brav bist, dann mache ich dir die Wellen weg. Vermessen. Wir schauen mal, was jetzt hier so deine normale Logik macht. Da wäre jetzt wichtig, das ist ja ziemlich lang, das Style, aber bloß wie das aufgebaut ist, das sagt nämlich mehr über den Brösel-Udo aus wie über andere, wo ich übrigens zu Unrecht angelacht war, das hat sich ja alles verlaufen, aber das muss gar nicht sein. Meine liebe Damen und Herren des Finanzamts, Sie werden sich über meine lieben Damen und Herren, das ist doch eine Sache, wenn man so ein Finanzamt schreibt. Ich kommentiere das aber. Sie werden sich über meine ungewohnte Anrede sicherlich wundern. Ich bin nur ein einfacher, aber dennoch sehr aufrichtiger Mensch, der das, was er in seinem Herzen vertritt und empfindet, auch ausspricht. Meine Liebe zu den Menschen im Allgemeinen und im Besonderen ist grenzenlos. Wenn ich etwas verabscheue, so ist es die Lüge. So beschreibt meine oben genannte Anrede meine reine Empfindung Ihnen gegenüber, was ich von der Ihren, sehr geehrter Herr Petsche, in Frage stelle. Das ist Heuchelei.
Denn ich bezweifle, dass sie mich, ohne mich zu kennen oder je gesehen zu haben, wirklich ehren. Um Himmels Willen, ich als einfacher Mensch möchte von ihnen ja auch gar nicht geehrt werden. Es genügt, wenn sie versuchen, mich jetzt als einen aufrichtigen Menschen anzunehmen. Dazu gehört dann aber auch, dass sie diesen oder die nun folgenden Gedanken in ihnen gewissenhaft beobachten. Immer Selbstbeobachtung. Um noch einmal auf Ihre Anrede, sehr geehrter Herr, zurückzukommen, sehen Sie, so schnell wird man unbewusst zu einem Lügner. 99% von dem Zeug, das ihr raussappert, weil das in der Bildzeitung mit eigenen Augen gesehen hat, sind für euch die Wahrheiten, die da außen seid, sind, auch wenn ihr nicht dran denkt und ihr habt überhaupt nichts damit zu tun. Das ist das, was ihr glaubt. Das heißt, die Heuchelei, wo ich sage, da kann sich keiner freisprechen. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Das sagt man doch so, werden Sie mir jetzt antworten. Aber nur weil man etwas nur so sagt, wird eine Lüge noch lange nicht zu einer Wahrheit. Ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch und daher sollten Sie davon ausgehen, dass mir keine solche gleichen Unbewusstheiten unterlaufen. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, selbst wenn ich mich verspreche, wenn irgendwas nicht zu funktionieren scheint, das ist Holger, rechnet hier im Farbenspiel mit Excel komplexe Formeln nach, ob das stimmt, und dann findet er einen Fehler und sagte, die ganze Nacht habe ich gegrübelt, das sind bloß 51 Zeichen und du magst es 52 Zeichen, dann hat er versucht, das selber irgendwie zu korrigieren, wo von einer Sackgasse in die nächste reingegangen bin, hör so, das was ja, du warst doch, ich bin doch so vergesslich. Aber dann haben wir es halt schnell angeschaut und es sind Kleinigkeiten, die ich aus der, jetzt lacht er ohne Ende, weil er die ganz eine Nacht rumgerechnet hat wie ein Irrer und der hat was anderes rausgebracht, wie ich hingeschrieben habe. Ich habe mehrere so Fälle, da sind auch wieder solche, wo eine sagen, das stimmt nicht, das habe ich nachgerechnet. Nur so, ich stimmt, habe ich auch gemerkt, dass ich da eine Zahl vergessen habe. Aber das Problem ist, das stimmt trotzdem, weil ich das dann nämlich erkläre. Und in dem Moment, wo ich weiß, was die Ursache ist, dass das aber dazu gehört, ist es dann doch richtig. Es ist immer, pass auf, denk einfach mal an einen Computer. Für einen Computer gibt es die Maschine selber, die hat eine Software und ein Regel, das ist ein Regelsystem, ein zwanghaftes. Und der Computer weiß nicht, wenn er ein Update kriegt, ich sage mal so, es ist, er kriegt ein Update, dann wird dieses Regelsystem in irgendeiner Art und Weise verändert und dann läuft er in Maßsetzung der Regeländerungen, weil er kennt ja nur die Regel, die ihn praktisch antreibt. Der Computer selbst weiß aber nicht, ob die Regeländerung ein Update oder ein Virus ist. Was jetzt interessant ist, dass der Computer eigentlich immer richtig funktioniert. Der, der es anders sieht, ist der, der vom Computer sitzt und meint, er müsste so funktionieren, wie er glaubt, dass er funktionieren müsste. Aber der Computer macht das, was ihm die Software vorschreibt. Und das ist vor Jahren schon, ich habe ja vor 45 Jahren Kundendienst gefahren als junger Bursch und Fernseher repariert. Das waren damals noch Zeiten, als es noch Röhrenfernseher gab. Das ist solche Sachen. Und wenn ich jetzt spazieren gehe, ich mache so, das geht euch. Wenn ich jetzt Udo sage Geschichten, wenn ihr in euch schaut und in euren Büchern zurückblättert, werdet ihr merken, dass Mama beim Spazierengehen siehst du was und da gehst du tausende Male vorbei und plötzlich kommt dir irgendein kleiner Reizauslöser, springst du schlagartig in diese, in eine frühere Seite kurz zurück. Natürlich immer hier, wo du aufblätterst im Kopf. Und ich laufe, wenn ich spazieren gehe, tausende Mal an Häusern vorbei, die ich gar nicht registriere. Und irgendwann, ich laufe am selben Haus vorbei und da weiß ich, oh, da habe ich vor 45 Jahren Fernseher repariert, da weiß ich sogar noch, was für ein Bauteil, das ich austauscht habe. Es geht offensichtlich nichts verloren, wenn ich jetzt das wissen müsste, weil mich einer fragt. Keine Ahnung. Aber wieso ich jetzt das erzähle? Wenn, ich mache es mal ganz einfach, wenn jetzt zum Beispiel aus welchem Grund auch immer beim Fernseher die Sicherung durchbrennt, dieses System funktioniert nach wie vor so, wie es so funktionieren soll. Jetzt sagst du ja, na geht ja nicht mehr, ist ja klar. Weil die Funktion darin besteht, dass der Fernseher, wenn keine Sicherung drin ist, nicht gehen kann. Also ist es doch logisch vollkommen korrekt. Und wenn ich ein Virus reinkriege und dann spinnt der Computer selber nicht, der macht das, was die Software mit dieser Veränderung ihm vorschreibt. Aber der macht nicht mehr das, was ich will, was er macht. Das ist die Schwierigkeit. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und in diesen Details liegt eigentlich das große Problem der Menschheit. Weil die permanent meinen, der Fehler liegt da außen und es muss verändert werden. Und der Fehler liegt in dir selber. Ich bring's einmal auf den Punkt, Leute. Wenn du dir jetzt jemand ausdenkst, einen Gedanken denkst, wir haben doch gesagt, wir wechseln. Ich nenne das Ding Zas-Gedanken. Wenn du einen Gedanken denkst, ist der genauso, wie du in dir denkst. Ich sage jetzt, denk an einen Husterhasen und jetzt macht er ein grünes Fell. Und das kannst du dir bildlich vorstellen. Dann kann der kein rotes Fell nicht kriegen, wenn du den grün machst.
Das ist ja in Bezug auf deine Gedanken, bist du der Schöpfer, du bist Gott. Aber jetzt denk mal, den Gedanken statt an Osterhasen denkt man es irgendwann einmal an Menschen. Ich nenne das Ding einmal Merkel. Die Merkel, die du dir denkst, ist genauso, wie du sie dir denkst. Das gilt für alle Menschen. Jetzt bist du wirklich so geistlos hirnverbrannt, du solltest doch wissen, dass ein Gedanke, den einer denkt, der Einzige, der diesen Gedanken verändern kann, ist der, der ihn sich denkt. Das klingt jetzt so einfach. So, jetzt blättern wir zurück am Anfang des Vortrags. Zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Das geht nicht. Unmöglich. Da ist das Filter schon wieder da. Egal, was du jetzt denkst, du bist der Einzige, der diese Gedanken verändern kann. Jetzt werde ich dann sofort wieder hören, ja, wenn ich mir das anders denke, ist die ja trotzdem noch so. Das ist schon wieder dieser Glaube, dass das Zeug, was du denkst, draußen ist, auch wenn du es nicht denkst, ist so tief in dir drin. Und du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Lass uns doch nicht ins Detail gehen, das habe ich in allen Variationen schon tausende Male durchgespielt, wenn du die letzten 20 Jahre das verfolgt hast. Ihr meint, eure Gedanken, die ihr denkt, müssten sich von sich aus verändern, was ihr dann natürlich mal zwei Seiten auch wieder machen. Aber es ist dann immer das tägliche Christus mal mit dir. Was jetzt die Schwierigkeit ist, dass wenn ich jetzt ein Schriftstück nehme und da sind Namen drauf, wir sagen mal aktuell für eure momentanen Programme, die ihr habt, aktuelle Politiker. Und ich gebe jetzt dieses Schriftstück ein Leseprogramm. Das ist ein Chinese, für den ist ein Fetzen Papier, wo was Farbe drauf ist. Ein Franzose, der kein Deutsch gehabt, sagt nichts. Sobald das Programm die Datei lesen kann, werden diese Worte Vorstellungen aufwerfen. Und ich sage jetzt einmal ganz grob, ohne ins Detail zu gehen, dass das Wort Merkel, das Wort Seehofer, das Wort Trump in den Köpfen, die ich mir jetzt ausdenke, genau das auftaucht, dasselbe Merkel, dasselbe Seehofer, dasselbe Trump. Ich sage jetzt bewusst dasselbe. Da müsste man wieder spielen mit demselben und mit dem gleichen, wo die Philosophie da reinschlittern kommt, obwohl sie es eigentlich wissen. Weil man muss dann, da ist dann fast hier, ich sage Quantenbits, weil man da mehrere Seiten dazu nehmen muss. Klingt zu kompliziert. Es ist also so, dass die dann alle, bei Merkel, gehen wir mal, du wirst jetzt auch sagen, jeder denkt an dieselbe Merkel, der hier im Raum ist. Wir reden normal. Ich sage, Gedanken können eh nicht denken. Die werden das denken, was wir denken, dass sie denken. Darum soll ich mir bleiben auf der Ebene. Was aber die Schwierigkeit ist, obwohl die alle sich jetzt dieselbe Bundeskanzlerin Deutschland, dass trotzdem jeder in seinem Kopf die von ihm erschaffene Merkel hat und die kann in der Qualität extrem davon abweichen, das hängt davon ab, was für ein Programm du hast. Hast du ein SPD-Programm, ein CDU-Programm, ein AfD-Programm, ein Linke-Programm? Dann ist Merkel Merkel, aber jedes Mal komplett anders. Und jeder von euch Idioten ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Vorstellung von der Merkel die einzig richtige Vorstellung von der Merkel ist. Und wenn du das jetzt immer wieder wiederholst, wird dir irgendwann mal diese Sinnlosigkeit um Rechthabereien, um Einseitigkeiten bewusst. Das beginnt schon die ersten paar Seiten in Ich bin du mit der Hans-Geschichte. Die große Erkenntnis, es gibt so viele verschiedene Wahrheiten, Perspektiven. Und ich will ja nicht an das Falsche glauben. Ich will ja nur das Richtige haben. Jetzt muss ich aber wissen, dass zu jeder richtig ist eine Richtung, eine Vorstellung von Richtigkeit, eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist das, was ich als verkehrt betrachte, weil ich zu bequem bin, einmal rumzuschauen, um dann festzustellen, dass die Kehrseite auch richtig ist, dann wird aber das Richtige verkehrt. Ganz einfache Geometrie. Das ganze Dilemma in der von dir ausgedachten Welt, es ist dein Dilemma. Es ist der Vater Aristoteles, den man dir eingebläut hat, dass wenn sich was widerspricht, müssen wir das rausstreiten, da kann bloß eins davon richtig sein. Was es hier geht, ist letztendlich in dieser Geschichte, ist auch ganz gezielt in dieser Geschichte. Und was es letztendlich geht, ist, jeder versucht dann, der sich politisch engagiert, versucht zuerst einmal seinen Arbeitsplatz zu erhalten. Wie jeder Arbeiter auch. Die Partei, die Partei, die Partei. Es geht nicht um die Bürger, es geht um die Partei. Das ist alles, die Tiefe, es ist so oberflächlich. Schon immer, wenn ich hier, was ich häme, erleiden musste, weil ich gewagt habe zu sagen, die größte Arschlochkarte, die es überhaupt gibt, ist die Demokratie. Lest dir einfach die ersten Bande Beispiele. Es ist hirnrissend, überhaupt sowas zu denken, dass das sinnvoll wäre, dass jeder mitbestimmen kann. In Österreich darf man, glaube ich, mittlerweile ab 16 wählen. Dann setz dich hin und beschäftige dich einmal mit einer 20 oder mit einer 16-Jährigen. Das sind Kinder, verdammt nochmal. Wirst du da dich an der 20-Jährigen nicht erklären können?
denen fällt so ein Riesenstück von einem Buch. Kinder an die Macht. Ich habe genügend Beispiele, mein demokratisches Krankenhaus. Ist doch super, Demokratie ist klasse, sag ich. Du wirst eingeliefert, hast kurz vor dem Blinddarmdurchbruch. Wir haben Demokratie, zuerst werden nochmal alle zusammengetrommelt, vom Küchenherd alle, die hier arbeiten, dann wird erst einmal abgestimmt, was wir an dir machen. Das ist doch bloß ein Postengeschacher, das weiß komischerweise auch jeder. Jeder weiß das, egal wie er dann in der Meinung sich eventuell verschiebt. Aber das Problem ist, die haben noch nicht begriffen, das, was sie verändern könnten. Und jetzt kommt das Schöne, die Weisheit. Die Weisheit der Welt liegt in den Sprichwörtern und in den Märchengeschichten. Es sind alles Märchengeschichten. Wenn ich jetzt vorblätter, im Bücherregal ein paar Bücher weiter, ist sogar der UP-Märchengeschichte. Alles, was ich euch jetzt leicht schmackhaft mache, das Holo-Feeling, blätter mal zwei Jahrhunderte weiter vor in den Bücherregal, dann wirst du feststellen, das ist genauso etabliertes Wissen wie jetzt dein heliozentrisches Weltbild und wie es die Kugel vor ein paar hundert Jahren war. Es ist aber alles jetzt, das steht da drin, das steht da drin, das steht da drin. Du bist aber erst da. Und wenn du jetzt hinduistisch geprägt bist, hast du wieder fehlerhaftes Wissen, weil du versuchst, keine Bücher mehr lesen zu dürfen. Weil das ist ja bei denen nicht müssen. Hoffentlich muss ich nicht mehr reinkarnieren. Ich sage, das ist nur schlimm, wenn du vergisst, wer du bist. Das ist auch, es ist eine Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung. In Wirklichkeit ist ein Bücherregal, was wieder ein Teil von einer Bibliothek ist, ist eigentlich ein allereinziges Programm, was ich ein Videospiel nenne. Und in einem Videospiel ist das einmal prinzipiell, wenn du ein Video, ein modern, setzt es voraus, bin ich auch schon draufgegangen, wie es die Fastnunde GEMA, was du unser Fußballer und Sigmund, Fehler, du weißt Bescheid, was ich meine. Ist ja mittlerweile 18 Jahre, 17 Jahre fast her, oder? Da hat es das ja ganz rudimentär, das ist ja so viel passiert in der Elektronik. Es ist also so, wenn man sich jetzt auskennt, wenn jetzt eine, ich nenne das immer wieder hier, das Grundprogramm. Wir hauen eine Videospieldatei in einen Computer rein. Ich nehme ja das Wort GDA, das ist ein Spiel, das ist eine simulierte Welt, die ist so gigantisch, dass man eigentlich sagen kann, das darf es eigentlich gar nicht geben, wir müssen daran gearbeitet haben, um das zu programmieren. Und das sind Größenordnungen. Jetzt könnte ich immer wieder Beispiele, ich habe dir schon mal gesagt, wie GDA 5 auf den Markt gekommen ist in Deutschland. Was können die Eltern sich mit Videospielen aus? Das ist in deiner Welt nicht existent. Jetzt pass auf, bitte, ich sage jetzt Worte und die Worte lösen in euch Vorstellungen aus. Macht die Vorstellungen in eurer gewohnten raumzeitlichen Denkweise. Wenn ein neuer Kinofilm rauskommt, dann schaut man, was hat der Zuschauer. Und es war jetzt Zeit, weiß ich nicht, das denken wir uns jetzt. Einer der erfolgreichsten Filme in der deutschen Geschichte, das war der Schuh des Manitou vom Bully Herbig, glaube ich, heißt er. Und der hat hier, in was für einer Zeitspanne, was ich auch nicht, der ist aber in die Archive eingegangen, weil der 11 Millionen Zuschauer hatte im Kino. Für einen deutschen Film eine sensationelle Zahl. So, und jetzt haltet euch fest, offizielle Ausgabe GDA 5, dieses Videospiel, wo jetzt die Eltern von euch eigentlich sagen, habe ich nichts damit am Hut. Das hatte, nachdem hier veröffentlicht wurde, dass es auf den Markt kommt, 8,6 Millionen Vorbestellungen zwei Monate bevor man es kaufen konnte. Also irgendwie muss da ein Markt da sein. Das setzt aber wieder voraus, dass da außen Menschen sind, auch wenn du sie nicht denkst. Aber es geht ja nur um dich, der mich jetzt ausdenkt. Das Außen gibt's nicht. Die Beispiele, dein Glaube macht alles. Ich wiederhole immer wieder, ich mache mein PC-Beispiel, der ist da. So, weil er spielt die Facetten ja durch mittlerweile. Der Töchterchen ist mittlerweile 13, glaube ich, oder? Bingo, Liebe, 1. Und wie die Klein war, wenn er bei mir war, er hat sich angestellt, ich habe den Sachen erklärt. Und die, was ich vom PC mal gehört habe, das verstehe ich nicht. Und ich habe ihn sofort Gegenfrage gemacht, wer bestimmt jetzt, dass du das nicht verstehst? Da muss einer in die drin sein, der sagt, das verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wo war jetzt die ganze Zeit die Lautsprecherbox? Das war ein nicht gedachter Gedanke. Jetzt ist natürlich vollkommen logisch, dass du sagst, die muss ja da gewesen sein, sonst hätte ich ja nichts gehört. Das setzt aber voraus, dass du meinst, dass da Schallwellen rauskommen. Zeig's mir. Ihr Menschen, die ihr glaubt, außen zu leben, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Es ist natürlich unheimlich logisch, wenn ich da hinhalte, wieso das da passiert. Schatten. Weil da Licht rauskommt, zeig mir das Licht. Es hat noch nie irgendein Mensch Licht gesehen. Nichts ist trügerischer, wie was die Physik dir mit dem gleichen welchen Phänomen über Licht erzählt. Das Phänomen Licht ist was ganz was anderes.
Licht kann man nicht sehen, genauso wenig wie Wind. Was übrigens nebenbei dasselbe Wort im Hebräischen Ruach wie Wind ist dasselbe Wort wie Geist. Geist und Wind ist dasselbe Wort Ruach. Du kannst den Geist nicht sehen und du kannst den Wind nicht sehen. Jetzt sagst du, ja, wenn ich doch rausschaue, ich sehe doch, dass sich die Blätter bewegen. So, du siehst, dass die Blätter sich bewegen, aber du siehst den Wind nicht. Ich spüre ihn doch. So, du hast Gefühle in deinem Kopf und du erklärst dir vollkommen logisch, zeig's mir. Und dann kommen die ganz hier, Professor Zellinger in Wien, glaube ich, heißt er, der dir dann Quantenparadoxa am Computerbildschirm zeigen, die dir dann Photonen und Atome, so ist ja ein Monitor mit kleinen flackernden Lämpchen. Ihr Menschen, ihr glaubt, außen zu leben, ihr seht überhaupt nur noch Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr seht eure Interpretationen in Maßsetzung des anerzogenen Wissens. Das ist hundertprozentig sicher. Da muss ich aber mein Wissen in Frage stellen. Und das ist ein intimer Akt. Und wie viel gibt es da, die das machen? Und jetzt kommen wir wieder zum Lot in Sodom und Gomorra. Ich sage, die werde ich alle wegräumen. Die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir am Arsch vorbei. Selbst das, was du zu sein glaubst. Was mich interessiert, ist bloß der mich jetzt ausdenkt. Das ist der Einzige, der für mich wichtig ist, aber nicht der Gedanke von mir, weil der Gedanke von mir ist schon wieder weg, wenn ich ihn nicht mehr denke. Aber jetzt kommt die Spiegelung, das, was du einem anderen tust, sondern jetzt, Margot, du gehst mir am Arsch vorbei. Aber ist nicht mit der Margot irgendwie, bin ich jetzt nicht irgendeine Figur im Margot-Programm? Wenn ein Kabelstecker, wenn du im Auto einen systemrelevanten Parameter wegmachst, funktioniert, hebt das ganze Ding auseinander. Aber das ist jetzt eine Kettenreaktion. Wir gehen einmal in die Belletristik und da ist ein kleiner Tal und da sind Verbrecher drin. Und ich sage als Autor, das hätte ich besser machen können, die lasse ich weg. Wir wissen noch, wenn ein Berg wegfällt, fällt das Tal weg. Zum Verbrecher gehört der Polizist. Wenn der Verbrecher weg ist, fällt automatisch die Polizei weg. Abgesehen von den Arbeitsplätzen, mal selbe Probleme in die Krankenhäuser. Der Segen der Menschheit, dass ab nächste Woche keiner mehr krank ist, wird die größte, kein Krieg würde mehr Katastrophe auslösen, keiner geht mehr in Arztpraxen, die Apotheken sind leer und dann hängt alles zusammen, dann bricht diese Art von Kapitalismus vollkommen auseinander. Und jetzt ist natürlich, dass unser Kapitalismus das Hauptproblem ist, weil immer wieder, wenn ich frage, was bedeutet eigentlich Kapital, das Wort Kapital heißt schlichtweg und einfach ein todbringendes Verbrechen. Jeder Lateiner sollte das wissen, so wie jeder Elektriker oder sonst was Lehrling wissen sollte, dass man keinen Strom einspeisen kann. Es kann Strom in einer Leitung fließen oder es ist Strom, das fließt, das bestimmt der, der den Hahn aufdreht und nicht den, der hier die Kanne hinhält am Eingang. Stimmt oder stimmt? Und das sind die Fehler. Jede Seite, auf jeder Seite, von hinten bis vorne. Wie viel Scheiß muss ich euch noch einspielen, bis ihr selber zum Denken anfangt? Ihr seid so wissenschaftsautoritätshörig und begreift gar nicht, dass ihr in der Hierarchie eins davor steht. Ihr Geistesfunken. Und das sind nicht viele, das ist ein Geist in dieser Hierarchie. Und sobald du ein bestimmtes Programm in dir laufen hast, wirst du reduziert auf diesen Traum. Das ist wie wenn ich ein Buch lese, aber derselbe Leser, der das Buch wieder reinschiebt, muss dann das nächste Buch lesen. Und wenn du jetzt in einem Buch irgendjemandem hilfst, was ich jetzt mache, das, was ich jetzt mache, ist die größte Form von Egoismus, den es überhaupt gibt. Weil ich mich abquäl ohne Ende für euch, aber es ist Egoismus, weil ich nämlich was, dass eure Bücher, jetzt muss ich natürlich drehen, dass ich die alle noch lesen muss. Ich habe die schon längst gelesen. Das ist das Erwachen. Das heißt, was ich an anderen mache, wenn ich jetzt einen helfe, auf irgendeine Art und Weise, ich mache das, ich kann dir nicht helfen, ich kann dir bloß das geben, was ich besitze, das ist unendlich viel Weisheit. Und da habe ich so viel, dass ich das herschenke, darum verlange ich kein Geld dafür. Ist mir klar, dass ich irgendwann meinetwegen mal das Heugerbuch lesen muss? Ist immer chronologisch. Es sind ja alle gleichzeitig da und die können ja jede Seite nur jetzt gelesen werden. Ich passe das an eure Logik an, an die Kinderlogik an. Und dann bin ich der Holger und dann taucht hier ein Udo auf, der mir hilft. Egal, Namen sind austauschbar. Und in dem Moment, wo du einen bescheißt, bist du irgendwann einmal der, wo einer auftaucht, nämlich das, was du in dem Buch bist, der dich bescheißt. Das, was du den Nächsten tust, tust du mir. Drum, wenn man mich manchmal einseitig hört, ich bin für oder gegen Flüchtlinge, bin keiner ist mehr dafür, aber auch dagegen, weil da gibt es nämlich auch solche und solche. Denk an das Beispiel hier mit der, die sich freut und wie nett die sind. Ich kenne bloß unheimlich Nette. Ich glaube, die Menschen, wo ich um mich herum habe, sind alle extrem liebenswert. Aber ich will die anderen erst gar nicht sehen, das ist wie im Zoo. Ich bewege mich eigentlich nur im Streichelzoo. Und ich bin sehr hilfreich.
Wenn ihr wisst nicht, wie hilfreich ich bin. Ich gehe in Weißenburg spazieren und da sitzt einer dort. Die kann bei uns immer mittlerweile wie in Großstädten mit Bussen, kann die Bettler an, die sich dann hinsetzen, die wenn dann einer erbärmlich aussieht, jetzt wieder mit den Ketten der Junge, man kriegt dann irgendwie einen Mitleidsanfall. Ich habe schon etliche Geschichten erzählt, aber ich habe wirklich, die setzen dann hin und dann sitzt einer da und macht das so. Und die hat mir so leid und habe ich zu ihm gesagt, soll er dir helfen? Und dann nickt er natürlich und habe mich neben ihn hingesetzt und habe es so gemacht. Pause. Also gut, machen wir Pause.